Leroy Matata, Feuer frei! Hallo Leroy, mit dieser Hand habe ich mir gerade einen runtergeholt. Möchtest du jetzt schütteln? Ich saß da seit 6 Stunden, habe mir diesen Mist angesehen. Ich hatte nicht... Also ich würde dir nicht nur die Hand schütteln, mein Kleiner. Ich mal einen Steifen. Auf einmal wurde das noch stärker. Was heißt doch stärker? Noch stärker. 8-mal am Tag. 8-mal am Tag? Frauen in Pornos, über die haben... Und Leroy so... Ich hab schon 12 und es ist erst 9 Uhr. Fuck! Ich Kontrolle. Da muss ich mich nicht beweisen. Da muss ich nicht attraktiv sein, sondern ich kann einfach raufklicken und hab sofort Sexualität, was in meinem Leben damals total gefehlt hat. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen nämlich heute einen jungen Mann, der pornosüchtig war. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Pornosucht bezeichnet den zwanghaften Trieb, Pornos oder Erotikfilme zu konsumieren. So ein übermäßiger Konsum kann zu einem gestörten Verhalten der Sexualität mit dem eigenen Partner führen. Pornosucht gilt mittlerweile als zwanghafte sexuelle Störung und ist offiziell von der WHO als Krankheit anerkannt. Schätzungen zufolge leiden allein hier in Deutschland mehr als 500.000 Menschen an Pornosucht. Die Tendenz ist steigend. Das war's jetzt mit dem Faktencheck. Ihr könnt natürlich noch diesen YouTube-Kanal hier absorbieren und die Glocke bandagieren. Erstmal schön mitten auf der Strada stehen bleiben. Gar keinen Bock. Uff. Pornosucht oder Sucht nach Masturbation, das geht, glaube ich, Hand in Hand. Keine Videos mehr zu verpassen und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Lee. Hallo, hallo, hallo. Ja, moin. Ich grüße dich, mein Lieber. Alles klar bei dir? Ja, bei mir alles so gut. Und bei dir? Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ich bin Lee, ich bin 21 Jahre alt. Erstmal anhalten. Ey, Rolli-Mann! Hast du kein Auge im Kopf? Nimm die Beine in die Hand! Ich komme aus Hamburg und war pornosüchtig, beziehungsweise ich hatte ein sehr großes Problem mit Pornografie. Jetzt gerade, wo wir... Nein, du hattest kein Problem mit Pornografie, du hattest eins ohne. Man muss das mit Humor nehmen. Dieses Video aufnehmen, bin ich gerade aktuell beim Tag 3 und, ich glaube 86 ohne Masturbation und ohne Pornos und seit Anfang 2020 verzichte ich komplett auf Pornografie. Ja, das ist mal ein Statement. Also ich muss sagen, Pornosucht ist erstmal ein Thema, wo ich natürlich sehr viele Fragen zu habe. Und wie du verpiss dich, Dummi! Haust du rein, viel Spaß! Auch. Und wenn es irgendwas gibt, was du da nicht beantworten möchtest, dann sag das bitte. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir heute ein bisschen was über dich erfahren. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Ja. Alles klar. Leroy, ich wollte schon immer mal mit dir... Ach, du hast was anderes gemacht! Oh, scheiße! Warte. können wir das rauscutten? Ach, das ist live. Oh, shit. Ja, das war doch nur geschauspielt. Ja, er ist wirklich so schlaff. Was sind so deine Erinnerungen, wenn wir vorne anfangen, an deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Gab es irgendwie schon eine Art Aufklärung, gerade was das sexuelle Bewusstsein angeht? Nein. Also in der Schule hatten die mir gesagt, dass Pornografie nicht die Realität ist. Und das ist zwar was Gutes, aber mir wurde nicht erklärt, warum Pornografie das einerseits schädlich für das Gehirn ist und andererseits süchtig machen kann. Erinnerst du dich noch an den ersten Da tue ich mich ganz schwer damit, Alter. Das ist wieder so eine Pauschalaussage, Alter. Pornografie per se ist nicht schlecht. Der Umgang mit ihr ist es. Junge, da wird hier so ein Bild gezeichnet. Jeder, der Pornografie konsumiert ist, ist krank. Und die meisten von euch da draußen werden, glaube ich, schon wissen, dass Pornografie nicht immer, die Realität widerspiegelt. Es gibt sehr wohl Leute, die genau das, was dort gemacht wird, mögen und ausleben. Gibt's. Sonst käme auch keiner drauf. Gibt es sehr wohl. So häufig? Besonders das Extreme? Eher schwierig. Was ich übrigens total genial finde, ist, das wahrscheinlich mein porno-geschädigtes Gehirn. Das hier ist
Die haben einen Heizkörper verkleidet. Die. Hä? Egal. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch, Alter. Wozu hat man denn drei Monitore, wenn man auf einem kein Porno laufen darf, ohne als krank bezeichnet zu werden? Also Pornografie per se als das Böse und Pornografie, ja, es kann süchtig machen, so wie alles. Alles kann süchtig machen. Alles. Ist Pornografie deswegen per se schlecht? Nein, nicht zwangsläufig. Ist sie deswegen super gut? Nein, auch nicht. Instrument. Wie man damit umgeht, ist die Frage. Moment, wo du wirklich deinen ersten Pornofilm gesehen hast. Als ich 11 war, hatte ich in einem Film eine nackte Frau gesehen und da hatte ich zum ersten Mal gespürt, okay, ich habe jetzt diesen Sexualtrieb. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt in der Pubertät drin. Ich kenne Leute, die schauen sich seit sie 9 sind Pornos an im Internet. Und bei mir ging das halt viel, viel, viel später los. Da hast du einiges nachzuholen gehabt, ne? Glaube ich, erst mit 14 oder mit 15 erst angefangen, mir diese Filme anzusehen. Ich war mit meinen Freunden da. Wir hatten so ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten so diese Webseiten gegoogelt und da hatten wir uns diese Filme angesehen. Und wir waren uns gar nicht darüber bewusst, dass wir jetzt dass sich das gut anfühlen wird, sondern wir haben das angesehen und dann hatten wir das einfach so gespürt und wir wollten uns eigentlich darüber lustig machen, aber dann, als ich dann halt zu Hause war, habe ich dann wieder auf die Webseiten geklickt, dann einen Monat wieder. Also wir haben es erst aufgemacht, ne? Und auf einmal, also dann ploppte dieses Video auf und dann weiß ich nur noch, dass ich auf einmal da stand mit meiner Hand an meinem Lörris und wir standen alle im Kreis und haben einen Circle Jerk gemacht und oh mein Gott. Einen Monat später wieder, dann zweimal im Monat, jede Woche einmal, jede Woche zweimal und dann irgendwann jeden Tag. Wie hat sich das vor allem beim ersten Mal angefühlt? Hast du dich da auch direkt selber irgendwie angefasst oder kommt das erst viel später dazu? Nee, war schon mit Anfassen, aber das erste Mal, als ich mir so einen richtigen Porno zu Hause angesehen habe, habe ich mich schon irgendwie schuldig gefühlt. Ich habe mich geschämt gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade... Pausi! Ist unsere Sexualität durch Pornografie negativ beeinflusst? Das musst du schreiben in den Chat, sonst glaubt's keiner. Leidest du unter meinem Pornografiekonsum? Dass unsere zwischenmenschliche Beziehung so hart drunter leidet, wir sind jetzt seit dann bald 10 Jahren zusammen, haben letzte Woche geheiratet. Aha, wer Pornos guckt, der verliert jeden Bezug zur Menschlichkeit und Zweisamkeit. Oh nein! Da krieg ich's Kotzen. Da krieg ich einfach nur das Kotzen. Das ist so dämlich. Ich schau mal schnell. Eigenschaften. Der Ordner alleine sind knapp 200 GB. Der braucht etwas länger. Das sind nochmal 82 GB. Also wir haben knapp 300 GB. Nochmal 100. Das. Und dann nochmal 80 drauf. Nur das, was auf diesem PC ist. Einem. Sortiert. Wird das nicht langweilig? Nee, in der Tat nicht, Kroki. Es ist, also bei mir ist es zumindest so, ich habe gewisse Favoriten, die ich mir immer wieder angucken kann, ja.
Das ist wie Familienfotos gucken. Nee, es gibt tatsächlich gibt es gewisse Sachen, die ich mir immer und gerne anschaue. Die lasse ich teilweise auch so nebenher laufen. Pornos bereichern die Beziehung eher. In unserem Fall anscheinend schon. Ich habe noch nie irgendwelche, also dass Pornografie einen negativen Einfluss auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen hätte. Nein, das nicht. Ich habe allgemein ein Problem mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber wenn, dann führe ich sie ehrlich, offenherzig und definitiv nicht durch sowas beeinflusst. Definitiv nicht. Eher hat es mir sogar geholfen, meine Bedürfnisse meinen Partnerinnen gegenüber zu kommunizieren. Offen darzulegen, das ist das, was ich möchte, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich will. Es gibt Sachen, die sind für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Weil, das ist das, was ich möchte. Wenn ein Partner das nicht will, also wenn ein Mensch, den ich kennenlerne, mit dem ich das recht schnell kommuniziere, das nicht möchte, dann ist das für mich eher ein absolutes Ausschlusskriterium. Warum? Es wäre eine Vergewaltigung, wenn es dann doch gemacht würde. Zumindest wenn man sagt, ey, man könnte es mal probieren, ist was ganz anderes. Aber wenn zwei Leute absolut unterschiedliche Vorstellungen haben vom Leben, auch von Sexualität, dann sollte man da nicht weitermachen. Das ist doch anders bescheuert. Irgendeiner wird sich dann einschränken müssen. Der eine muss den Arsch hinhalten, obwohl er es nicht möchte. So bekloppt, finde ich. Ich meine das überhaupt nicht negativ. Ich bin überhaupt nicht in diesem Thema drin. Das finde ich einfach nicht ansprechend, aber soll jeder machen, wie er das für gut findet. Ich habe das auch nicht als negativ empfunden. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht geantwortet. Hallo Paul Notorius, ein wunderschön. Diese Sparte, Pornografie, ist so groß. Da find ich's lächerlich, dass man so eine Pauschalaussage trifft. Ja, Porno macht süchtig und er hat 8-mal am Tag masturbiert und bei 6 Stunden am Tag, die er Pornografie konsumiert hat und er hat 8-mal masturbiert. Wie ineffizient ist er dann am Hobeln, Alter? Der braucht ja fast 1 Stunde, um einmal kommen zu können. Pornos haben mehr Genre als Metal-Musik und das will was heißen. True, nächstes Jahr. Pornografie kann sehr wohl bereichernd sein. Es ist die Art und Weise, wie ihr damit umgeht. Wenn ihr nicht mehr ohne könnt, dann solltet ihr euch Hilfe suchen. Vor allem, wenn ihr merkt, dass das auf eure Sexualität und dass das auch gerade bestehende Beziehungen komplett beeinflusst und zerstört, dann ja. Ansonsten nein. Es ist auch eine Emanzipation irgendwo, die man für sich selber rausfinden kann. Dass man genau rausfindet, das gefällt mir. Und dann muss man auch trennen können. Das gefällt mir als Fantasie, das gefällt mir real. Es gibt so viele Mädchen zum Beispiel, die Vergewaltigungsfantasien haben. Überraschung! Frauen werden für gewöhnlich nur ungern vergewaltigt. Das mag jetzt für einige echt der Knaller sein, ne? Aber als Spiel finden das manche mega geil. Als Fantasie, die man sexuell ein bisschen ausleben kann mit einem Partner, dem man sehr viel vertraut und den man liebt. Kann man sowas so ein kleines bisschen? So billig das klingt, dieses, warum liegt hier eigentlich Stroh? Manchen gefällt das. Ich find's schade, wenn Leute das nicht kommunizieren können. Unter anderem liegt es daran, dass Pornografie so verteufelt wird. Wenn sie wüssten, wie das, was der Name dafür wäre, ja? Fesselung, viele, die eher in die dominante Richtung gehen. Dominanz, Unterwerfung ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir das gesellschaftlich auch überhaupt nicht verknusen können. Frauen lassen sich vielleicht auch mal gröber anfassen oder Männer lassen sich gröber anfassen, obwohl die ganzen Pornoseiten sind mittlerweile damit komplett überfüllt, dass Kerle irgendwie in den Arsch gebumst werden mit irgendwelchen Gummifäusten und so weiter. Du findest ja fast nichts anderes mehr. Aber gut. Es ist die Art und Weise, wie ihr damit umgeht, Leute. Da mache ich mir keine Sorgen, wenn meine Kleine nackig durch die Wohnung läuft, dann aber Halleluja. Habe ich definitiv keine Probleme mit dem Realen. Ja, nackt fand ich schon immer langweilig, also wirklich langweilig, Nexus. Nackt hat mir noch nie was gegeben. Aber das war schon immer so. Aber ich habe einen Namen dafür mittlerweile. Iron Fist. Also ich finde das schade, was für ein Bild gezeichnet wird. So. Das ist so, das beleuchtet wieder nicht die Hintergründe, sondern der junge Herr ist süchtig. Er ist nach was Bestimmtem süchtig. Ja, aber woher kommt das? Was ist der Grund dafür? Ich meinte eher, dass der Trieb sicher nicht beeinflusst ist. Mir schon klar. Das ist halt, da macht man es sich viel zu einfach, dass man sagt, die Pornografie ist alleine schuld.
mittlerweile wird überall das Schlechte gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Pornografie, nein, das stimmt alles nicht. Doch, Pornografie macht süchtig, kann süchtig machen, natürlich. Aber es ist wieder die Frage, wie ihr damit umgeht. Es ist eine Frage auch wieder von Medienkompetenz. Ja, wenn man, ich kann mir gut vorstellen, wenn so wie er sagt, er ist ein Spätzünder gewesen, so, dann wird man damit überrollt und dann ist man überfordert und dann, wie bei Drogen ja auch, dass man ein berauschendes, positives Erlebnis hat. Sex, Überraschung, Sex macht Spaß und Sex macht gute Laune. Masturbieren macht gute Laune. Masturbation ist auch ein Antidepressivum. Sich einkeulen hilft teilweise auch bei Kopfschmerzen. Es hilft gegen Schmerzen. Bei manchen befeuert das Ganze eher wieder. Es kann gegen Schmerzen helfen, es kann gegen schlechte Laune helfen, es kann gegen Depressionen auch teilweise helfen. Es ist ein Mittel, es ist nicht das Beste oder so, aber Sexualität ist ein ganz, ganz wichtiges Ding in unserem Leben. Wenn es keine Sexualität gäbe, dann gäbe es dich da draußen nicht, du, der gerade zuschaust hier oder zuhört. Sex ist der Grundbaustein unseres Lebens, unserer Existenz. Meine Sexualität und die von irgendwelchen Frauen wird eines Tages dazu führen, dass ich mich dann fortpflanzen werde. Bei mir ist es wieder anders, Nexus. Bei mir hilft es sogar. Es macht es kurzzeitig wesentlich schlimmer, dass ich mich am liebsten, keine Ahnung, darf man auf Twitch ja wieder nicht sagen, aber danach hilft es meistens. Wir alle haben Triebe und Gelüste und wie wir damit umgehen, das ist das Thema. Hör mich nicht an, Thymi. Und der Junge ist süchtig geworden. Also jetzt kann man pauschal sagen, jo, der hat 8-mal am Tag masturbiert, krank. Wow, das ist ja... Und schon haben wir das nächste Problem gelöst. Ach, ist das schön, Alter. Etwas Verbotenes gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Und danach hatte ich mir auch gesagt, okay, ich will das nicht weitermachen. Aber dann, es ist irgendwie verlockend. Also es ist wie eine Heroinspritze, nur dass es so... Die ist damit drin, Grevan, aber... Das wäre ja irgendwo auch ziemlich arrogant und vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, dieser Mensch ist jetzt der Mensch, mit dem ich auf jeden Fall ein Kind machen werde. Vielleicht trennen wir uns in der nächsten Zeit, weiß ich nicht, kann man nicht, oder vielleicht stirbt sie bei einem Verkehrsunfall oder ich, wie auch immer. Meine Sexualität und die eines anderen Menschen, eines anderen weiblichen Wesens wird letzten Endes dazu führen, dass wir Kinder machen werden. Ich schränke das nicht auf eine einzige Person ein. Definitiv nicht, nein. Das mache ich nicht. Wäre ja absolut bescheuert. Es gibt nicht nur einen Menschen auf der Welt, den man lieben kann und mit dem man, was auch immer. Auf sich rausspritzt, wenn man es so beschreiben kann. Ne? Es ist eine Art Droge, das sagst du so schon mal. Und mich würde es jetzt natürlich... Silbereisen, da habe ich hier, das mit den Elektroschocks, habe ich nur eine Frage. Kommen die Elektroden an meinen Lörris? Natürlich interessieren, inwiefern hat das Ganze mit der Abhängigkeit angefangen, als 16-Jähriger. Das heißt, du gehst zur Schule und welche Rolle haben in dieser Zeit Pornos gespielt in deinem Leben? Also es war halt so, ich dachte, mit 16 müsste ich so sein wie ein Mitte-20-Jähriger. Und meine Realität sah aber so aus, ich wurde gemobbt, ich hatte eine Sex nach der nächsten, ich hatte überhaupt keinen Erfolg bei Frauen. Also jedes einzelne Mädchen in meiner Klasse hatte null Respekt vor mir. Ich war manchmal, war ich der Klassenclown, aber nicht der Klassenclown, über den alle lachen, sondern eher der, versucht, Aufmerksamkeit zu erreichen. Meine zweite Seite war... Und deswegen, weil ich Aufmerksamkeit wollte, habe ich angefangen, mir im Klassenzimmer auf dem Lehrertisch einen runterzuholen. Ah, er hatte noch gar nicht ausgeredet, sorry. Halt, dass ich depressiv war. Ich hatte sehr viele Suizidgedanken und dazu kam natürlich auch dieses ganze Mobbing-Thema. Ich bin fest davon überzeugt, dass Pornos dort eine Rolle gespielt haben, auch obwohl ich sie mir vielleicht so an Schultagen vielleicht einmal am Tag angesehen habe, am Wochenende wesentlich mehr. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen machen das heutzutage genauso. Und bei mir persönlich war es halt so, dass es mich in so eine Abwärtsspirale getrieben hat. Lee, du hast jetzt gerade schon über Mobbing gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lief das bei dir in der Klasse ab? Es war vor, das war noch in 2000. Wir reden davon, dass der Junge 8-mal am Tag gewichst hat, aber also es wird jetzt ein bisschen thematisiert, dass er gemobbt wurde. Nachtigall, ich hör dir trapsen, wa? 15, da war, also Anfang 2015, da war ich noch 14.
Da hatte ich einen YouTube-Kanal eröffnet und das war, also habe ich sehr peinliche Videos hochgeladen. Mann, mach hinne! Ich dachte mir, okay, die sieht eh keiner, aber dann kam ein YouTuber, der hatte wenn man auf YouTube oder auf Twitch oder so, dann macht man das für gewöhnlich, damit andere das sehen. Wenn ich möchte, dass jemand etwas nicht mitbekommt, wisst ihr, was ich dann mache? Ich halte die Schnauze drüber. Medienkompetenz hätte ihm da wahrscheinlich auch geholfen, dass man dem Jungen auch erklärt, das sind öffentliche Plattformen, das sind Marktplätze, auf denen man sich zur Schau stellt, seine Waren feil bietet. Wenn du dort also ein Video hochlädst, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dieses Video auch entdeckt und von anderen angeschaut wird, eben auch von Menschen, die dich kennen. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nächstes Jahr mir dann OnlyFans machen werde. Ich komme damit klar, wenn Leute mich dann vielleicht etwas nackter sehen, die mich kennen. Ich habe damit kein Problem. Das ist mir bewusst. Habe ich da schon so 200.000 Abonnenten oder so und der hat darüber Medienpotenz. Und dann hatte das Video 500.000 Klicks und den Rest kannst du dir vorstellen. Ja. Ich hätte mal gerne 500.000 Klicks. Muss ich auch so wichs wie, ach nee, der hat ja nicht gefärbt auf YouTube, sorry. Meine ganze Schule mit 1000 Mitschülern kannte dieses Video, jeder Einzelne. Heftig, okay. Mhm. Und darauf wurde dann immer wieder angesprochen und damit halt gehänselt. Ja, genau, das hat sie. Da hat sich so eine Art Trauma entwickelt. Und kann ich nachvollziehen. Das kann ich allerdings nachvollziehen. Ist nicht geil. Und woher ich weiß, dass du schon wieder nackt bist, Sternchen. Immer noch. Ich gehe einfach davon aus, dass immer dann, wenn du bei mir reinschaust, dass du nackt bist und dass du gewisse Tätigkeiten machst. Es ist bei mir an der alten Schule, hat es mal den Fall gegeben, dass ein junges Mädel sich mit einer recht grazilen Deo-Flasche befriedigt hat und hat das Ganze aufgenommen. Mit dem Handy. Das war zu der Zeit, das waren die ersten Foto-capable Handys und die ersten Video. Da war das Dateiformat noch 3GP oder sowas. Ich glaube, diesen Clip gibt es auch heute noch auf Plattformen. Es hat sich die ganze Schule, die ganze Umgebung, die ganze Ortschaft, jeder hat sich darüber lustig gemacht. Alle. Ja, du kannst ja bis in die Mandeln hochgucken und bla bla bla. So, es war so lächerlich. Klar, okay, das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht möchte, dass wir hier den Attila Hildmann, dass wir seine Sexualität, ob er jetzt mit irgendwelchen Dominas oder sonst was zu tun hat, das ist scheißegal. Seine Sexualität sollte nicht irgendwie Bestand öffentlicher Diskussion sein. Das geht keinen von euch oder von uns irgendwas an. Das ist ein Scheißdreck. Interessiert das irgendwen? Hat das zu interessieren? Aber die ist damals auch, haben sich alle drüber lustig gemacht und es wurde so in den Schmutz gezogen. Letzten Endes, sie hat den Fehler gemacht, hat sich befriedigt, hat das Ganze aufgenommen, hat das ihrem Kerl damals geschickt und der hat halt damit geflext und hat das auch seinen Kumpels rumgeschickt und dann es ist einfach, es war ein Fehler, ja, aber auch wie die Allgemeinheit, die Gesellschaft damit umgegangen ist, würde ich sagen. Es ist so selten bescheuert. Oder bei meiner Kleinen auf der Arbeit. Es ist eine Dame, die auch OnlyFans anbietet, die auch auf Instagram ein paar Revealing-Fotos hochlädt. Ja, dann steht sie halt nackt, so posierend am Strand, während im Hintergrund. Also, ne, da laufen auch Leute am Strand lang. Und dann ist halt da geblurrt und da geblurrt. Und dann ist halt, hat der eine Kollege nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag durchs Büro zu laufen oder durch die verschiedenen Etagen und das dann breit zu treten und habt ihr das schon gesehen? So, guck mal hier, bla. Ich würde mal solche Leute, die das machen, würde ich mir öffentlich zur Schau stellen. Ich würde die öffentlich, sozial würde ich die hinrichten. Nicht Kopf ab oder so, nö. Ich würde die mal öffentlich zur Schau stellen. Mich über die lustig machen. Geht doch niemandem was an. Was ist denn los mit den Leuten, dass die so sind? Ja, wahrscheinlich holt er sich selber noch einen drauf runter, Steve. Das kann sein, ja. Ich finde das so lächerlich. Ich finde das so lächerlich. Das ist so lächerlich einfach. Peinlich ist das. Ich in dem Moment, ich sehe das und denke mir so,
Das Mädel lebt sein Leben. Finde ich total geil. Und obendrein sind die Fotos schön. Sie ist eine Hübsche und die hat einen wunderschönen Körper. So, ich will mehr davon. Na klar. Stattdessen, wie kann man bloß, Was denn? Bist du der Rüde, der unbedingt auf sie aufbocken will und jetzt eifersüchtig ist, weil andere sie sehen können? Ist ja nicht so, dass sie jetzt mit jedem Typen ins Bett steigen würde oder sowas. Nö, ihr Typ macht ja Fotos mit ihr und die verkaufen sie und irgendwelche Idioten kaufen den Scheiß und regen sich dann drüber auf. Mann, lass die Leute doch einfach leben. Was geht's dich denn an? Es ist so albern. Das ist auch wieder Medienkompetenz. Aber klar, jetzt in seinem Fall finde ich es halt schade, er hatte diese Medienkompetenz nicht, er hat den Fehler gemacht, auf einer öffentlichen Plattform Sachen hochzuladen, die er gar nicht wollte, dass andere sie sehen. Medienkompetenz, das hätte man dem Jungen beibringen können. Und das war natürlich richtig hart. Das glaube ich. Sag mir doch vielleicht mal ein bisschen was dazu, wie war das für dich in der Schulzeit mit Mädels, in deiner Klasse zum Beispiel? Ja. Wie war dein Verhältnis? Ist gar keine Frage, Frau Sense. Ich gehe mit solchen Sachen auch, selbst wenn ich nicht gefragt werde, manche machen das ja, gehe ich damit vertrauenswürdig um. Es ist nicht so, dass ich mir manche Sachen nicht auch schon irgendwo auf dem Handy speichere. Das hat sich jetzt vor 2 Tagen erst ergeben. Also besser gesagt gestern früh sogar in der Tat. Aber ich würde das nie weitergeben. Ich würde das nie weiterleiten. Im Leben nicht. Selbst wenn das der hässlichste Mensch auf diesem Planeten wäre, den ich überhaupt nicht leiden kann, ich würde es nicht weiterleiten. Weil das geht für mich nicht fit. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Menschen. Ich würde das höchstens noch der Polizei zeigen. Ich weiß, Frau Sense. Ich weiß. Das finde ich, das erschließt sich mir auch nicht. Das ist halt ein Vertrauensbruch. Selbst wenn man jemanden nicht leiden kann. Nein, also ich greife niemanden über seine Sexualität an. Das würde ich nie machen. Wenn du ein scheiß Mensch bist, dann mache ich dich anders fertig. Aber nicht so. Ich bin bestimmt nicht der Ehrenvollste und auch nicht, keine Ahnung. Ich kann auch mit dreckigen Mitteln oder wie auch immer. Ich schmeiß dir auch eine Hand Sand ins Gesicht, wenn wir uns schlagen oder so, wenn es unbedingt sein muss. Aber über die Sexualität würde ich niemanden angreifen. Ich würde nicht hinter dem Rücken von jemandem so über jemanden herziehen. Das funktioniert nicht. Das macht man einfach nicht. Das lässt man bleiben. Man macht es von Angesicht zu Angesicht. Fertig. Und das Weiterschicken von irgendwelchen Sachen? Nö. Da freue ich mich bei manchen Sachen viel zu sehr drüber, als dass ich die mit irgendwem teilen wollen würde. Soll die doch selber fragen, die Idioten. Broly! I got the Brawler! Mr. Broly, vielen, vielen Dank für deinen Resub im 6. Monat! Ausrufezeichen Liebe für den Mr. Broly. Hola, Senor. Also, bei ganz ehrlich, manche Sachen möchte ich auch gar nicht. Also, da ist es mir am liebsten, dass es gar keiner weiß. Oder wenn, dann, ist eh meins. Bitch. Naja. Ausrufezeichen Liebe für den guten Broly. Wie geht's dir, Mann? Lass mich raten, du bist müde. Viel Spaß, Nexus. Mach's da rein. Zu denen, weil nur vielleicht hast du da ja auch mal irgendwie eine Freundin gehabt oder so, irgendwie oder ein Mädchen, auf das du total abgefahren bist. Ich denke, die Zuschauer zu Hause können sich auch noch gut an diese Zeit erinnern oder ihr seid gerade sogar in genau diesem Alter, dass man da jemanden hat, den man ganz nett findet und dann anfangs schreibt man vielleicht so Zettel, so ist das halt in der Zeit und irgendwann ne, bilden sich die ersten Pärchen. Ja, genau diese Zeit habe ich in der Zeit verpasst, als ich so haus rein, Chess! Pass gut auf dich auf, halt die Öhrchen steif. Es ist so, ich war sogar der Älteste in der Klasse. Eigentlich ist ja so, die Frauen stehen ja eher so auf den Älteren, aber ich... Jesse, wie wär's denn, wenn's 3 gewesen wären? Oder 4? Haust du rein, viel Spaß mit dem Besuch, Mann. Kussi. Mir war das auch so ein bisschen so, ich hatte mich versucht anzupassen an die... Sehr schön, die freut mich, Broly. Und das hat darin geendet, dass ich so ein bisschen der Klassenclown wurde. Ja, das heißt, kein einziges Mädchen in meiner Klasse hatte auch nur ansatzweise Respekt vor mir, weil ich einfach nicht selbstbewusst, ein richtiges Selbstbewusstsein hatte, sondern immer nur nach Aufmerksamkeit gebettelt habe, indem ich irgendwie den Klassenclown gespielt habe. So denke ich jedenfalls, dass es der Grund ist dafür. Hattest du denn Interesse an Mädels? Ja, natürlich. Ne? War natürlich total Pubertät. Ich habe mir immer gedacht, ey,
Die stehen immer auf andere. Ich werde doch nie irgendeine bekommen. Das hatte mir tatsächlich mal so ein Klassenkamerad mal erzählt. Der hat mir gesagt, du wirst niemals eine ansatzweise schön aussehende, schöne Freundin haben in deinem gesamten Leben. Und ich habe ihm geglaubt. Wow. Wow. Da hat ja einer sehr viel auf seine komischen, verkorksten Klassenkameraden gegeben. Bruder, was ist los mit dir? Warum? Hä? Ja, okay. I see. Und das hat das... Aber der Klassenkamerad, lass mich raten, hieß der Michael Wendler. Wir wissen schon mittlerweile, dass man sich auf sein Wort nicht wirklich verlassen kann. Der lügt. Zugeführt, dass ich halt absolut kein Selbstbewusstsein hatte. Und dieses niedrige Selbstbewusstsein, ne, kannst du dir vorstellen, das habe ich dann natürlich mit den mit Pornografie... Ja, die Frauen in Pornos, die haben sich einfach gesagt, ey, oder da hatte ich einfach das Gefühl, ey, über die habe ich Kontrolle. Da muss ich mich nicht beweisen. Ich muss dir nicht zeigen, wie ich wie mich andere Frauen finden. Da muss ich nicht attraktiv sein, sondern ich kann einfach raufklicken. Und ich habe dann sofort diesen Kick. Ich habe sofort, sofort Sexualität, was in meinem Leben damals total gefehlt hat. Das ist. Und was ist, wenn jetzt ein Klassenkamerad zu ihm gesagt hätte, du wirst, keine Ahnung, der nächste Bundeskanzler oder so? Oder du wirst Bundeskanzler in deinem Leben? Dann hättest du, oh krass, der hat das jetzt gesagt. Sehr krass. Ja, man kann es halt verstehen. Wie du das ausdrückst, aber das ist auch verdammt ehrlich. Das ist verdammt ehrlich. Ich ziehe jetzt schon mal meinen Hut. Also großen Respekt, da braucht es sehr viel. Ah, Frau Sense, ich glaube, dass wir können das, wir können garantieren, dass das nicht so sein wird. Wir arbeiten doch hart dran. Selbstreflexion, um das mal so auf den Punkt bringen zu können, wenn du diese Phase des Zusammenkommens... Digga, der Boden ist so schmutzig, ne, dass ich teilweise denke, das ist mein Display. Ich reibe hier gerade schon, aber das sind Sachen, die sind da im Bild. Furchtbar. Kommst praktisch geskippt hast auf deine Art und Weise, indem du halt dir zu Hause so Befriedigung gesucht hast. Wie ist es für dich danach weitergegangen? Ich hatte, als ich 18 war, eine Freundin, die war ich sehr verliebt. Und sie war auch sehr, sehr, sehr schön. Das war eine schlankes Mädel aus guten Verhältnissen. Also das war eigentlich für mich was echt Unglaubliches. Und ich war halt dabei, ich war auf so einer Art Privatschule und habe da halt meine mittlere Reife nachholen wollen. Kannst du mir mal beschreiben, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das Verhältnis dann war? Tatsächlich war es eine Fernbeziehung. Wir haben oft telefoniert. Wir haben viel auf Snapchat geschrieben, war eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Habe ich auch mal gesehen? Tatsächlich haben wir uns in der Zeit gar nicht so richtig getroffen. Nicht einmal? Nee, aber wir waren so ungefähr so 4-5 Monate zusammen. Oh, ja. Okay. Krass. War so eine Fernbeziehung. Okay. So, aber ich glaube, wenn man das so in Relation sieht, ne, vor 2 Jahren davor war ich noch so richtig depressiv. Das ist, ne? Das ist großartig. Also auf jeden Fall, dass du da mit einem Menschen überhaupt so, so eine Bindung aufbaust, dass da auch was, ne, solche Schwingungen zurückkamen. Mhm. Ich habe ja auch schon rausgehört, dass du im Vornherein von Mädels bis dahin erstmal nur Ablehnung erfahren hast. Ja, genau. Dementsprechend bietet das mit dem Internet natürlich jetzt auch Möglichkeiten. Was hat Leroy gerade gesagt? Das Internet und Beziehungen? Also das NDR hat uns gerade einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Ich glaube, ich halte mich eher an das, was der NDR sagt. Frauen Moin, auf eine Art und Weise kennenzulernen. Worum es heute geht, 8-mal am Tag wichsen. Viel wichsen macht krank. Hallo Yoshi, einen wunderschönen guten Morgen. Wenn ich in der eigenen Klasse oder in der eigenen Schule und somit, okay, wie geht's euch? Da, ja, so ein Internetpärchen, würde ich jetzt mal sagen, aber ich wollte natürlich auch so darauf hinaus, ne, mit 18 hat es da dann auch mal richtig geknistert, seid ihr auch mal näher gekommen, wenn ihr euch nie getroffen habt, dann, ne, logischerweise nicht. Ja. Aber okay, das hat dir auf jeden Fall schon mal so einen Push zurück in die Realität gegeben. Ja, im November 2018 habe ich die NoFap-Community entdeckt. Das ist eine Community, die Niemand dazu rät, nicht mehr zu wichsen. Und die haben gesagt, ey, es gibt ja diesen No Nut November. Und da gibt es ja richtig viele Memes darüber. Da musst du nochmal kurz... No Nut November. No Nut November. Da gibt es so ganz viele Memes darüber. Das heißt, man hat den November und dort hat man keine Ejakulation. Also als so eine Art Challenge. Kann man das verstehen. Ich hatte 15 Stunden geschafft.
in dieser Challenge. Und erst danach hatte ich so ein paar Artikel darüber gelesen und so weiter. Und ich fand das irgendwie interessant. Und zwar, es ging darum, dass wenn man Pornografie konsumiert, dass es das Belohnungssystem zerstört, dass man weniger Antrieb hat, dass man weniger Selbstbewusstsein hat. Okay, du hast mir vorhin schon gesagt, dass du in dieser Zeit ungefähr einmal am Tag masturbiert hast. Und dann beziehungsweise am Wochenende sehr viel mehr. Vielleicht auch viermal am Wochenende oder auch sechsmal. Wuhu! Bruder! Puh, schalt einen Gang runter, Alter. Der macht ja hier... Oh, der ist ja schon... Okay. Mhm. Vier bis sechsmal am ganzen Wochenende oder an einem Tag? An einem Tag. An einem Tag? Ja. Okay. Das ist natürlich eine Ansage. Weil du das... War das so ein Verlangen danach oder wie würdest du mir das beschreiben? Weil ansonsten kommt man ja nicht, also wüsste ich jetzt nicht, warum man auf die Idee käme, das vier bis sechs Mal an einem Tag zu machen. Frust, Ablenkung. Ich wollte alles dafür tun, dass ich mich in der Zeit, wo ich nicht in der Schule bin, dass ich mich da gut, so gut es geht, von der Schule ablenken kann. Ich glaube, deswegen ist es auch so mit... Keine Ahnung, was sagst du zu einem jungen Menschen, der viel häufiger masturbiert am Tag? Also wirklich... keine Ahnung, 8 bis 10 Mal und nebenbei seine Alte noch 3, 4 Mal durchrödelt. Hä? Du bist doch krank! Bruder, was? Was ist, wenn du während du mit der Alten, keine Ahnung, du hast gerade und du kannst halt nach 5 Minuten nochmal, aber sie ist halt schon komplett, nee, ich will nicht mehr, ich bin wund und sonst was, dann ballerst du halt nochmal 2 Mal drauf oder so. Hä? Das ist doch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, Mann. So eine Pauschalaussage finde ich halt irgendwie total düsig. Ich habe auch am Wochenende 4 Mal. Was? 4 Mal? Das sind auf 2 Tage. Das ist ja pro Tag 2 Mal. Was? Du hast 4 Mal am Tag? Was? Das geht doch nicht. Unglaublich. Ernsthaft? Bruder, ihr seid ja alle Maschinen. Wie macht ihr das? Ihr müsst ja literweise mit dem Drucktank, Feuerwehrschlauch oder so. Also ist man dann auch sexsüchtig, wenn man eine Beziehung hat und sein Mädel halt 3 Mal am Tag durchballert oder sich von der 3 Mal am Tag durchballern lässt. Ja, man kann nicht seine Sexualität leben. Es kann sein, dass wenn man einen sehr ausgeprägten Sexualtrieb hat, dass der sehr wohl zu einer gewissen Belastung für den Partner wird, weil irgendwann, aus meiner Erfahrung, sagt Mädel halt auch, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr jetzt. Okay, nehme ich so hin, du bist geil, ich auch, aber ich bin etwas geiler als du gerade. Meine Güte. Ich muss, weiß nicht, super aufgearbeitetes Thema auf jeden Fall. Den Noten abgerutscht, weil meine gesamte Beschäftigung zu Hause ging einfach nur darum, okay, wie kann ich mich von der Schule ablenken? Na, da habe ich... Ja, jetzt kommen wir auf des Pudels Kern. Natürlich einerseits Pornografie benutzt, Computerspiele, sehr viel YouTube, sehr viel auf Twitter habe ich mit Leuten rumgeschrieben, hatte mir da so eine Art neues soziales Umfeld geschaffen, was halt auch so voll mit depressiven Leuten war. So. Komm mal auf Twitch, mein Bester. Und war gar keine tolle Zeit eigentlich. Hat das irgendwer mitbekommen? Weil wenn du 4, 5, 6 Mal da die Zimmertür abschließt oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass deine Mama oder dein Papa da schon... Ich hab's tatsächlich ganz gut geheim gehalten. Also das hat ganz gut funktioniert. Also ist nie jemand reingeplatzt? Nee. Okay. Obwohl, mein, ich überleg grad. Kann sein. Also kann ich weiß, sein. Kann sein. Ja, vielleicht hat meine Mutter das mal gemerkt, aber vielleicht, also sie spricht mich auf sowas nicht an. Gut, nee, weil ich frage dahingehend. Natürlich, Mann, dann bist du halt gerade dabei, dir einen zu keulen und Eltern haben die Angewohnheit, eben nicht zu klopfen, wenn sie reinkommen. Nicht zack, sondern ich hab da noch. Oh, und du. Ich sitz immer so da. Ja, natürlich, Mann. Oh, als wenn das nicht irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich glaube, bei den meisten von euch wird es auf jeden Fall schon mal irgendwie knapp gewesen sein, dass ihr erwischt wurdet. Mädels wie Jungs. Das Kind, die Tochter duscht fast 20 Minuten. Was macht sie bloß da?
Der Junge kommt ganz nach seinem Vater. Ha, der ist ja fast genauso klein wie von deinem Vater. Ein paar Zentimeterchen fehlen noch. Oh Mann. Hm. Ob es irgendwo mal den Moment gab, dass jemand mitbekommen hätte, dass du da ein Problem hast. Oder ob du zu jemandem gegangen bist und dem gesagt hast, ey, ganz im Ernst, so, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht gut und jedes Wochenende da so abzuhängen. Ist so deine Meinung. So, sitzt du so da, hallo Mutti. Nee, hallo Mutter. Wie ich sehe, hast du Putzhandschuhe an. Entweder du hilfst oder du gehst raus. Uff. Meine Opa ging mal zu meinem Bruder rein, weil er sich krank angehört hat. Oh mein Gott! Oh yeah! Hast du Schmerzen? Feuerwerk, die Tür öffnet sich. Das macht mich nicht glücklich. Tatsächlich war es so, damals war ich mir überhaupt nicht bewusst, dass Pornografie oder Porno zu schauen überhaupt irgendwas Schlechtes hat oder irgendwas Schlechtes auswirkt, weil ich nicht aufgeklärt wurde, wie gesagt. Irgendwie machen das alle, also das kann ja nicht so schlimm sein. Wie war dein Porno-Verhalten? Also du hast dir natürlich mit 14, 15, 16 so das erste Mal irgendwas angeguckt, aber das ist dann schnell auch in der Taktung gestiegen, so dass es auf jeden Fall jeden Tag einmal sein musste und am Wochenende auch noch viel häufiger. Hat sich das auch in dem, was du dir angeschaut hast, verändert? Ich konnte mir damals keine Pornos mehr ansehen, in denen nur eine Frau drin war. Ich glaube, das war tatsächlich sogar ein bisschen später. Es musste mehr als eine Frau in dem Porno drin sein, sonst war das mir zu langweilig. Es war auch zum Beispiel so, bei meinem ersten Mal konnte ich nicht kommen, weil der sexuelle Reiz zu klein war, weil das halt auch nur eine Frau war. Darf ich dazu auch nochmal was sagen? Bei wem war das erste Mal wirklich geil? Bei wem von euch war das erste Mal wirklich geil und erfüllend? Ganz ehrlich. Als Kerl, stehst du da oder liegst du da? Die alte weiß, also das Mädel weiß nicht genau, wie sich's hinlegen soll, vor allem wenn das auch ihr erstes Mal ist. Da ist es schon fast geiler, wenn du jemanden hast, der ein bisschen Erfahrung hat. Ja? Und dann weißt du nicht, wohin mit dem Lörris, mit dem Schlong. Dann hast du dir das Gummi drüber gequetscht. Du hast es schon tausendmal geübt. Das haben wir Jungs, glaube ich, fast alle gemacht. Da hast du schon so total auf die Pelle drüber gezogen. Du weißt, wie es geht. Du bist vorbereitet, kleiner Soldat. Und dann liegt aber wirklich eine echte Frau vor dir. Zack. Oh, shit. Ja, gut, jetzt musst du halt erstmal. Ja, bin gleich so weit. Zack. Musst du gucken, dass du, ne, dass du da irgendwie dich dann da drin versenken kannst in dem Mädel. Ja, dann find erstmal eine Position, die angenehm ist. Auf einmal stellst du fest, oh, jetzt musst du hier na, so richtig angenehm auf die Knie, kannst du nicht, ist eine ziemlich ungewohnte Körperhaltung. Nun bist du da auf Vollspannung, jetzt soll ich auch noch Stoßbewegung machen, ach du Scheiße, so. Das erste Mal bei den meisten ist doch irgendwo schon etwas komisch oder clunky. Nicht, dass es scheiße ist, unbedingt, aber es ist ja irgendwo. Es ist eine ungewohnte Handlung. Beim zweiten Mal, aha, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, was ich zu tun habe. Und je häufiger man das macht, desto besser wird es. One-Night-Stands haben auch viele ein Problem damit. One-Night-Stands sind eigentlich eine ziemlich geile Sache, aber noch besser sind so Two-Night-Stands oder wenn man sich öfter trifft. Warum? Weil man die Bedürfnisse des anderen kennt, weil man kennt, was für Abläufe da sind. Man weiß, wie der Mensch reagiert, also jetzt aus meinem Fall die Frau. Was mag sie? Was mag sie nicht? Welche Position mag sie eher? Welche Position geht mit ihrer Körpergröße? Geht Doggy? Wie weit müsste sie praktisch ihre Beine, wenn sie eine ziemlich groß gewachsene Frau ist? Ja, Überraschung. Die geht auf die Knie, du gehst auf die Knie und du müsstest dich aber vielleicht sogar noch ein kleines bisschen strecken, damit du halt richtig rankommst, weil sie auch von Natur aus ein ziemlich krasses Hohlkreuz hat. Die dreht ihr Becken. Die Öffnung zeigt so, dein Lörris kommt so. Alles eine Frage des Zusammenspiels. Also, zack, schiebst du mit den Knien. Mädel rutscht weiter runter, Feuer frei. Das sind Sachen, die weißt du beim ersten Mal doch nicht. Mit irgendjemandem. Von daher ist es schöner, wenn man häufiger kann mit jemandem, weil dann ist es für beide auch geiler. Aber das erste Mal für die wenigsten war richtig geil und erfüllend, sondern meistens so, ja, war okay.
Danach war irgendwie besser. War schon ein Junge. Das erste Mal war so wie wahrscheinlich von 99% der anderen. Also außer er ist wirklich so reflektiert und weiß ganz genau, dass es nur nicht so geklappt hat, weil es nur ein Mädel war. Ich denke einfach, dass er die Überleitung vom Monitor und sich da einen runterholen zu einer echten Frau hin, die auch Bedürfnisse hat, ist halt ein Unterschied. Muss nicht mal unbedingt nur was mit den Pornos zu tun haben. Aber Überraschung. Die Leute, die keine Pornografie konsumieren und genießen, wissen die etwa besser, wie es geht? Also. Hä? Hm. I don't know. Hm. Nicht bei mir. Ich war 18 und betrunken, reingekommen, fertig und keine Energie für mehr. Das war schön. Wie jetzt? Und deswegen war das halt total schwierig für mich, ja, beim Sex zu kommen beim ersten Mal. Spannend, dass du darüber sprichst, weil ich wollte da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ist ja auch das Nächste. Wenn wir uns... Mann, ich habe so meine Probleme mit solchen Aussagen. Wenn ich mir jetzt meine Hände anschaue, ja? Zack, sind ein Werkzeug. Die kann man öffnen und schließen und je nachdem auch mehr Druck ausüben. Vor allem, jeder einzelne von euch weiß besser, mit seinem eigenen Geschlecht umzugehen als irgendjemand sonst. Ihr selber steckt jetzt, so alt wie ihr seid, in eurem Körper drin. Die Mädels unter euch, ihr wisst ganz genau, in welchem Tempo, mit welchem Druck, mit welchem Finger, in welcher Haltung. Da kommt kein Typ drauf. Ja, dann kommt ab und zu einer, der das vielleicht sogar ein bisschen besser macht oder was neu macht oder so. Aber ihr wisst für euch, was für euch gut ist. Gerade beim ersten Mal, man ist total aufgeregt und sonst wie. Und eigentlich ist eine Muschi ziemlich unspannend. Da sind die Teile, die du im Laden kaufen kannst, mit den Noppen drinne, ja, die stimulieren. Während das Original eigentlich recht langweilig ist. Das, was beim Sex eigentlich den Sex ausmacht, ist nicht die eigentliche Penetration, sondern das, was hier oben im Kopf stattfindet. Sex findet hauptsächlich da oben statt. Auch für Frauen. Weil die eigentliche Penetration für die meisten Frauen auch ziemlich langweilig ist. Die sind eher außenrum empfindlich. Die meisten, nicht alle. Also das, was er hier beschreibt, hat das wirklich was mit der Pornografie zu tun oder ist das einfach nur seine generell der Mangel an Kompetenz, den er dann dadurch darauf attestiert, dass er halt Pornografie genossen hat? Ich glaube nicht, dass er besser einen hochgekriegt hätte, wenn er mit zwei Mädels im Bett gewesen wäre. Da wäre er wahrscheinlich noch überforderter gewesen. Er hätte sich um zwei Mädels kümmern müssen. Die meisten schaffen nicht mal eine. Ich habe 7 Piercings, ich brauche keine Gefühlsnoppen. Auch gut. Damals bin ich noch damit durchgekommen, weil ich rein körperlich voll war. Das hat mir die Dame nicht übel genommen. Und kam zurück für mehr. Ah, verstehe. Und hallo André, ja, wunderschön. Trotzdem ist es natürlich ein super interessantes Thema, wie das dann für dich ist, in Realität Sex zu haben, wenn da so eine Pornosucht im Raum steht und du, bis du 18 warst, der noch gar keine Freundin hattest, dann diese Online-Beziehung. Hattest du seitdem nochmal irgendwie Kontakt zu einer Frau und wann ist es zu diesem ersten Mal gekommen? Das erste Mal hatte ich tatsächlich ein Jahr vorher, bevor ich meine Freundin gefunden hatte. Davor hatte ich auch eine Freundin. Es tut mir wirklich leid, aber damals fand ich sie eigentlich gar nicht mehr so attraktiv. Zumindest damals nicht. Ja, schade, Fresh. Schade, dass du mit ihr schläfst. Ja, es war so, ne, keine Frau in meiner Klasse wollte was mit mir haben. Und ich dachte mir, okay, ich werde für immer Jungfrau bleiben. Weil die anderen haben mir das ja auch alle gesagt. Die haben mir gesagt, du wirst niemals eine Freundin finden, du wirst für immer Jungfrau bleiben. Und da hatte ich extrem Angst. Und deswegen habe ich einfach eine genommen, bei der ich mir dachte so, ey. Jotta ruft Übungsfleisch. Ja, also damals zumindest. Ich weiß es auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber
Leute, es zeichnet sich immer mehr ein Bild, dass das eigentlich nicht mit der Pornografie zu tun hatte. Der hat sich eine genommen, die überhaupt nicht sein Ding ist, die ihn nicht angefixt hat, die ihn nicht wirklich geil gemacht hat, aber wo er sich gesagt hat, naja, besser vögel ich jetzt, als dass ich ewig Jungfrau bleibe, dann nehme ich halt irgendeine. Überraschung. Da könnte es zu Problemen mit deinem Geschlechtsteil kommen, mein Bester, weil hier oben eine Barriere drin ist. Ich könnte mich jetzt, keine Ahnung, ihr könntet mich jetzt auch nackt auf eine in Lack gekleidete Oma schmeißen, da kriege ich auch keinen harten. Vielleicht auf den Stoff, aber nicht auf die Frau. Kommt drauf an, wie sie aussieht. Nee, aber dann kann man mir ja auch attestieren. Ey, du bist krank, du Wichser, du bist voll krank, weil du die Oma nicht besteigst. Hä? Was ist los mit dir? Du musst poppen, komm. Wie albern ist das? Junge, du hast ein Problem. Und da gehört die Pornografie sicherlich dazu, aber dass du damals beim ersten Mal nicht den Stich gemacht hast, das liegt nicht unbedingt daran. Das liegt daran, dass du dir den falschen Menschen dafür ausgewählt hast. Überraschung. Du hast ja gar nicht das gemacht, wonach dein Bedürfnis war, wonach dein Begehr. Sondern, ich muss jetzt halt irgendwen vögeln. Das habe ich aber übrigens auch schon ein paar Mal angesprochen, dass das für Jungs, dass das nicht mal nur der gesellschaftliche Druck ist, sondern dass das vom Inneren aus, ja, dass teilweise dieser Trieb von innen raus ist. Vögeln, 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 vögeln. Dass man teilweise an nichts anderes denken kann als das. Das ist ganz furchtbar. Warum interessieren sich denn Jungs und Mädchen ab einem gewissen Alter so füreinander wie zwei gegenpolige Magneten, die sie anziehen, Alter? Die kriegst du nicht voneinander gelöst. Warum ist das so? Weil die Natur irgendwo kickt. So, dann muss man halt dafür sorgen, dass die Gören auch wissen, wie man verhütet, damit die Natur nicht so doll kicken kann. Uff, einfach. Der Bengel hat Probleme, ich sehe aber ganz andere. Da würde ich nicht die Pornografie an erster Stelle stellen. Der hat Mangel an Sozialkompetenzen, was er ja selber schon zugegeben hat. Der hat sich eine genommen. Das würde Jotta als Übungsfleisch bezeichnen. Das ist halt, ja, die anderen wollen halt nicht. Da ist eine, die will. Die ist zwar überhaupt nicht geil, die macht mich auch überhaupt nicht an, aber Vögeln ist Vögeln. Überraschung. Überraschung. Da funktioniert es vielleicht nicht so. Ich würde einfach sagen, ey, ich fand die damals nicht so toll. Ja. Erinnerst du dich an den Tag? Wie viele von euch da draußen schlafen für gewöhnlich mit Menschen, die sie nicht so toll finden? Also jetzt gerade auch die Jungs, weil Frauen können da mit ein bisschen Gleitgel und Antäuschen kommen da noch leichter durch als wir Jungs. Bei uns Jungs ist das ein bisschen hinderlich, mit einem schlaffen Lörres versuchen, eine Frau zu begatten und der noch vorzumachen, man wäre geil auf sie. Ich meine, ich habe das auch schon durchgezogen. Dass ich jemanden besucht habe und mit dem Mädel Geschlechtsverkehr hatte, obwohl ich relativ, ich hatte im Hinterkopf und es war relativ schnell fest so, wart nix. Die hatte auch, die hat Medikamente genommen und unter anderem sehr viel Porter getrunken, das weiß ich noch. Also da habe ich mir so gedacht, die ist nicht besonders stabil, das ist nicht unbedingt ein Mensch, mit dem ich vielleicht viel Lebenszeit verbringen möchte. Nun haben wir uns aber mal aufeinander so ein bisschen eingelassen, wir gucken mal und ein bisschen Spaß haben ist nicht verboten. Haben wir auch gemacht, war schön. Aber da hatte ich auf jeden Fall viel zu arbeiten, habe viel zu tun. Da kenne ich noch jemanden, der das durchgezogen hat. Jeder deiner Ex-Freunde, Sternchen. Ich weh. Nein, Mann, war ein Scherz. Aber für gewöhnlich, Leute, wie viele von euch haben Sex mit jemandem, den sie nicht leiden können? Jemand, der sie abstößt oder so? Ha? Ernsthaft? Dann überrascht es irgendwen, dass er da keinen Ständer kriegt. Euer Scheiß Ernst? Ich finde das gerade lächerlich. Die Probleme des Jungen liegen hier, glaube ich, ganz woanders. Du widerst mich an! Schleuder, 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 du hässliches Stück Scheiß! Es gibt auch einen Ugly-Fetisch. Ja. Aber das ist ja wieder ein Fetisch. Fetisch heißt, du ziehst sexuelle Begierde daraus. Er fand sie ja nicht mal geil. Nicht mal mildly attractive, so wie sich das anhört, sondern die war verfügbar.
Das ist so, als würde ich jetzt zu irgendwem von euch sagen, jupp, die einzige Frau auf diesem Planeten, du darfst jetzt nur noch Karin Ritter bumsen. Die ist ja nicht mehr am Leben, aber du dürftest nur noch diese bumsen. Glaube zu ahnen, dass keiner von euch drüber steigen würde. Weil ich hoffe, es war nicht Karin Ritter, auf der der Junge sich hier abgekämpft hat. Wo du wirklich das häufigste Syndrom, genau das, konsumiert hast? Ja. Und zwar, es war halt so, als ich mich mit meiner Freundin getrennt habe und ich auf einmal von meiner privaten Schule, als ich da auch die mittlere Reife verkackt habe, das war Ende 2018, habe ich mir gesagt, okay, ich werde mein Leben für immer verändern. Ich werde aufhören, Pornos zu schauen. Ich werde jeden Tag Sport machen. Ich werde jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen. Ich werde jeden Tag Frauen kennenlernen wollen. Ich werde nur noch gesund essen. Ich werde jeden Tag ganz, ganz viele nur gesunde Kalorien zu mir nehmen. Mein Zimmer jeden Tag sauber halten, jeden Tag hart arbeiten. Und weißt du, was ich davon eingehalten habe? Nichts. Nicht eine Sache. Es wäre doch auch nur eine Ersatzhandlung. Du hättest ein krankhaftes Leben gegen ein neues getauscht. Wenn du dir das fest vornehmen musst, dann ist es eine, wie soll ich sagen, ist es eine bewusste Entscheidung, dich selber zu geißeln und einzuschränken und ganz speziell zu leben. Mach das doch, weil du Bock drauf hast und nicht so, ich muss ganz dringend was ändern. Dann ist es wieder ein Zwang. Ein bisschen Zwang, gerade wenn es um Sport geht und gesunde Ernährung, tut gut. Versteht mich nicht falsch. Aber er hätte letzten Endes eine Sucht gegen die nächste getauscht. Dann wäre er wahrscheinlich heute entweder körperdysmorph und würde trainieren, bis seine Oberarme platzen oder genau das Gegenteil. Er steckt sich einen Finger an den Rachen. Bei Jungs ist es meistens eher, dass die Oberarme platzen. Dann würde er sich jetzt jeden Tag sein Spritzchen in den Arsch geben, obwohl das könnte er sich wahrscheinlich nicht leisten. Dann würde er Tabletten fressen und sonstigen Scheiß, würde eine hyperkrasse Gynäkomastie entwickeln. Hätte Haut wie ein 80-Jähriger, aber er hätte Muskeln. Yeah! So. Auch wenn die Entscheidung, die er dort treffen wollte, dass die nicht schlecht waren, per se, ne? Aber er hätte letzten Endes, es hätte an seiner Sucht nichts geändert. Er hätte ein Suchtverhalten gegen das nächste getauscht. Ganz toller Deal. Wirklich. Also zumindest am Anfang nicht. Also das Einzige, was ich durchgehalten habe am Anfang, das war Trainieren. Und eine weitere Gewohnheit, die ich damals angefangen habe, war, ich habe mich regelmäßig geduscht. Das hatte ich nämlich vorher nicht. Ich sag's wieder, der Junge hat ganz andere Probleme. Ich hatte mich irgendwie alle paar Monate mal erst geduscht. Oh, was? Was erzählst du mir da, Ali? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen bei dir. Echt jetzt? Ja, ja. Du hast alle paar Monate mal geduscht? Ja, oder alle paar Wochen oder einmal im Monat so. Heilige Scheiße, das habe ich noch nie gehört, ey. Jetzt stell sich mal einer vor, wie das in der Bude muchten musste, Alter. What the fuck? Ja, moin. Das riecht dann nicht mehr nur... Oh, Gottes Willen, Junge, ey. Bist du dir sicher, dass das Sperma war und kein Smegma, was du gesammelt hast, Alter? Boah. Bruder, weiße Käse hat sich gestapelt. Leute, der Bengel ist generell komisch, Alter. Das Problem in dem Video hier sind nicht die Pornos, Mann. The fuck. Jetzt frage ich mich aber gerade, die Alte, die er dort auf, wo er dann aufbocken wollte, ne? Also das Mädel, wo er aufbocken wollte, die muss ja auch besonders high class gewesen sein, wenn sie sich mit einem komplett ungeduschten Typen abgibt. Alter. Alter! Ist doch so ein typisches Teenager-Ding, dass die Körperhygiene vernachlässigt wird. Vielleicht nicht ganz so krass, aber überhaupt. Ja, Frau Sense, da gehe ich sogar mit. Bekannter von mir hat auch... Der hat das so weit getrieben, dass er stolz drauf war, alle 14 Tage einmal zu duschen. Jetzt ohne Witz. Auch während des Studiums. Schon so. Okay.
Aber das Problem sind nicht die Pornos, sondern er ist das Problem in dem Fall gewesen. Er war halt super empfänglich, er war halt super empfindlich. Aber das hätte rein theoretisch alles sein können, was ihn da verkackt. Pornos bringen Kids wie ihm halt auch ein völlig falsches Bild von Frauen. Wenn er das zulässt, Syndrom, ja. Es gibt keine Alternative, wasch dich! Ist halt wirklich so. Aber das zeichnet halt auch leider ein Bild von seinen Partnerinnen. Oder von der einen, mit der er sein erstes Mal hätte haben wollen. Da ist wieder meine Frage an euch Mädels. Würdet ihr euch mit jemandem abgeben, der auf Körperhygiene nicht so viel achtet? Ich zweifle sehr stark, dass ihr das machen würdet. Für die meisten wäre das schon ein Hindernis. Für die meisten ist es schon ein Hindernis, wenn sich ein Kerl nicht die Pfoten wischt, wenn er vom Klo kommt. Verständlicherweise. Für die meisten ist es ein Problem, wenn man nach Schweiß riecht, was nach einem, keine Ahnung, sehr harten Arbeitstag oder wenn man den ganzen Tag unterwegs war, das findet man ja selber auch irgendwo ekelig. Man möchte nicht stinken, nicht nach Schweiß und nicht nach Mundgulli. Und dann hast du jemanden, der putzt sich die Zähne nicht, der wäscht sich nicht. Es muss ja nicht mal Deo sein, ich persönlich nutze auch fast nie Deodorant. Nein. Aber ich stinke trotzdem nicht gerne. Und das Deo verhindert jetzt auch das Stinken nicht unbedingt. Man, ne, also. Da bei mir sehr viel über Nase geht und auch über Geschmack eben. Geruch ist bei der Partnerwahl, gerade wenn es um die Sexualität geht, ist super wichtig. Und wenn jemand nach Eichelkäse stinkt, ich glaube nicht, dass das geil ist. Wenn jemand nach Körpergeruch, also es gibt angenehmen Körpergeruch und es gibt diesen abgestandenen alten Schweiß, ja, wenn du einfach riechst, der Mensch war den ganzen Tag bei 35 Grad in der Sonne im Zug und die Klimaanlage funktioniert nicht, das ist, glaube ich, kaum ein Geruch, den die meisten von uns anregend finden. Das ist so ein einmaliger Geruch. Jetzt riecht aber jemand, der sich tagelang wäscht, riecht nochmal ganz anders. Das ist schon, Schweiß kann sexy sein. Schweiß ist sexy. Gar keine Frage. Gerade frischer Schweiß. Wollte noch was essen? Oh, Silbereisen. Mir kannst du beim Essen auf den Teller scheißen. Und wie sagt dein Kollege? Ja, gar kein Problem. Dann kann ich meine Kartoffeln noch damit zudecken. Dann bleiben die schön warm. Frischer Schweiß ist auch nicht schlimm. Ja, das im Gegenteil. Eben. Also es kann rein theoretisch kann auch alter Schweiß kann geil sein. Kommt aber darauf an, was für ein Schweiß das ist, ja? Also, manche Menschen schicken Shirts quer durch Deutschland. Ich weh. Nee, Geruch, Körpergeruch ist sehr wichtig, aber es gibt halt verschiedene Arten von Körpergeruch. Und jemand, der nach Arsch stinkt, weil er sich nicht wäscht, ja? So wie, keine Ahnung, Penner zum Beispiel. Obdachlose, die einen Mangel an Körperhygiene ausleben. Die riechen für mich teilweise wie Pferdestall. Es ist ein süßlicher, ekelhafter Gestank. Finde ich das sexy? Nee, absolut nicht. Das würde mich abschrecken. Also muss die Partnerin, die er sich da gewählt hat, die muss halt auch so ein Prime-Example gewesen sein. Da wundert es mich halt nur noch weniger, dass er keine Ruhe bekommen hat. Hä? Oh, das, ich habe jetzt alles erwartet, ne? Aber das habe ich nie erwartet. Ja. Okay, krass, krass. Okay, das hat sich dann bam geändert. Ja, genau. Also diese beiden Sachen haben sich gleich am Anfang des Jahres geändert. Habe ich mich halt schlau gemacht wegen Jobs. Ich habe mich überall beworben. Ich habe mich über Ausbildungen beworben und so weiter. Und ich wurde nirgendwo genommen. Für mehrere Monate nicht. Und ich scheine übrigens auch das große Glück zu haben, dass selbst wenn ich extrem schwitze, dass ich einen sehr geilen Körpergeruch habe. Wurde schon mehrfach attestiert. Und dann habe ich, also ich hatte dann immer halt super viel Zeit zu Hause und dann ging das natürlich auch wieder los mit den Pornos. Und also da habe ich auch locker so drei, vier Mal am Tag zu Pornografie masturbiert. Du Anfänger! Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Oha!
Und dann habe ich aber tatsächlich Mitte des Jahres, also fast ein halbes Jahr später, nachdem ich meine mittlere Reife verkackt habe, hatte ich dann einen Job bei Rewe. Mit den Pornos ging es eigentlich dann wieder. Ja, also ich hatte mir dann wirklich halt so alle 2 bis 3 Tage maximal Pornos angesehen. Und ich habe mich schon ein bisschen besser gefühlt. Ich habe mich energetischer gefühlt. Ich habe mich besser gefühlt. Ich war so wesentlich selbstbewusster. Ja, ich habe es vorhin auch schon gelesen vom Grevi. Es ist, Leute, sich einen runterzuholen, ist einmal schon ein Kraftakt, ja? Also einmal nicht nur durch die, ne, also durch die Armbewegung, sondern beim Orgasmus, der ganze Körper, Muskeln verkrampfen sich, spannen sich an. Das ist so, also übertrieben gesagt, als würdest du für eine Minute oder wie lange auch immer das bei euch dauert, bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer. Aber das ist auch eine Art Stressreaktion für den Körper, ja, oder für die Muskeln. So wie Sport. Wenn ich hier mich hinlege und die 100 Kilo im Bankdrücken mache, für den Muskel ist das nicht, oh, wir machen Sport, sondern der Muskel sagt, oh, scheiße, schwere Steine von der Brust wegbewegen oder großen Grizzlybär bekämpfen. Für den Muskel an sich ist es Stress. Für die Muskelzellen ist das Stress, dem sie ausgesetzt werden. Deswegen wachsen ja auch Muskeln unter Stresseinfluss. Dafür macht man Sport. Beim Orgasmus ist es ja ähnlich. Es spannen sich deine Muskeln an, ja. Es ist auch ein Kraftakt, ja, da was rauszubefördern. Manche werden das kennen, wenn sie häufiger am Tag, auch beim normalen Geschlechtsverkehr, wenn ihr das, keine Ahnung, 3-4 Mal macht, man merkt das sogar im Rücken. Man merkt das im Rücken. Warum? Weil da so... Man spürt das teilweise in den Nieren. Doof gesagt. Auch das, Vader, ja. Natürlich, Vögeln ist auch sehr anstrengend. Aber obendrein kommen dann noch eben die Ausschüttung von Glückshormonen. Aber gleichzeitig wird man auch sehr müde. Wenn man müde ist, hat man für gewöhnlich etwas weniger Energie. Gerade die Jungs werden das kennen. Bei Männern ist das wohl häufiger, dass wenn sie dann ejakuliert haben, müde. Zack, und dann wird geschlafen. Andere, ich fange doch gerade erst an. Jeder ist da ein bisschen anders, aber allgemein ist das schon eine recht intensive körperliche Anstrengung, auch wenn sie recht kurz ist. Klar ist man etwas energetischer, wenn man es nicht tut. Andere wiederum ziehen da auch schon wieder ein bisschen Kraft raus. Zu der Zeit hatte ich auch so einen kleinen One-Night-Stand auch. Hallo Germanus, ein wunderschön! Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Und später dann musste ich dann zur Nachtschicht. Mir geht's eigentlich ganz gut, wie geht's dir? Und da hatte ich gemerkt, okay, ich will irgendwie selbstständig werden. Irgendwie habe ich Bock, was Eigenes zu machen, irgendwie so ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war auch so die Zeit, wo ich so ein bisschen die... Fabtacular, sein neues Unternehmen. So ein bisschen herausfinden wollte, was interessiert mich. Dann war ich in der Situation... Freut mich gar, Monus. Einerseits ging das wieder mit den Pornos los. Auf einmal wurde das noch stärker als wo ich 16 war, noch stärker. Was heißt doch stärker? Noch stärker. 8 Mal. Hallo Red Fox, dankeschön. 8 Mal am Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Das hat sogar einen Grund. Zu der Zeit wurde ich eigentlich sehr, sehr, sehr arrogant. Weil ich mir halt sehr viele Bücher gelesen habe. Ich habe mir gesagt, ey, ich bin ein neuer Mensch jetzt. 8 Mal am Tag. Wisst ihr, was ein kleiner Benefit ist, wenn man das recht häufig macht? Wenn man dann eine Phase hat, wo man es nicht mehr macht. Oder für die Jungs unter euch, ihr könnt mal ausprobieren, wer das kann, anfangen, hochfahren, bis kurz vor Ende, aufhören. Ganze 3-4 Mal und dann begattet ihr eure Gattin. Legt auf jeden Fall eine Box Kleenex bereit. Ihr braucht ein Handtuch. Und was dann passiert ist, meine Freunde haben mich verlassen. Dann saß ich da, einsam, ohne Freunde, oder... Hier wieder ein Problem, das nichts mit den Pornos zu tun hat. Mit einer sehr kaputten Freundschaft. Hatte einen Job gearbeitet, in dem ich nicht arbeiten wollte. Hatte mir eigentlich geschworen, dass ich mein Leben für immer verändern wollte. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, saß ich jetzt dort, genau an diesem Punkt, und habe
und wollte eigentlich nur stolz haben, ich wollte stolz auf mich selbst sein. Und dann saß ich da und habe mir irgendwie 8-mal am Tag Pornos angesehen. Und tut das nicht aber irgendwann total weh? Ja. Ja, richtig, Germanus. Aber dass er arrogant wurde, das hat mit den Pornos nichts zu tun, ne? Eine Freundin hat sich mal erschreckt, als ich die Wand hinterm Bett eingesaugt habe, nachdem wir gemeinsam Pornos geschaut haben. Was? Grevi? Oder, ach, eingesaut, entschuldige, ich habe eingesaugt. Eingesaut. Ah, ja. Jetzt verstehe ich. Das, was ich gerade, ja. Das ist doch geil, oder, Grevi? Ich meine, das ist doch, komm. Ich glaube, da können die meisten Jungs doch ehrlich sein. Wir mögen das, wenn wir uns verteilen können auf der Lady. Und vor allem, wenn es ganz doll viel ist und sie so, wow, what the fuck? Da sind wir Jungs alle ein bisschen eklig. Wir wollen gerne mit unserem Pinsel malen. Und zwar komplett. Alles vollschmieren. Und je mehr, desto besser. War bestimmt schön, Grevi. Das war einfach Schmerz. Also für mich war gut, wenn ich 3-mal am Tag Pornos gesehen habe. Das war gut. Das war Minimum. Ja, das war Minimum. Meistens war eher so 5-6-mal und hat oft auch mal 8-mal. Wie viel Zeit hast du in dieser Zeit am Tag mit Pornos verbracht? 5 Stunden. 5 Stunden von so einem Tag, der vielleicht 12 oder 14 aktive Stunden hat? 5 Stunden. Also, ihr könnt ja mal an euren letzten Serienmarathon zum Beispiel denken, wie viel Zeit ihr da vielleicht am Stück dran gesessen habt. 5 Stunden, da schaut man sich schon 2-3 Blockbuster-Filme an oder rasselt eine ganze Staffel, weiß ich nicht was, durch. Also, das ist schon echt viel Zeit und das jeden Tag. Also, heftig. Aber so kann ich mir mal versuchen vorzustellen, wie entscheidend und elementar diese Sucht dann zu diesem Zeitpunkt auch in deinem Leben war. Gab es für dich einen Moment, der sich richtig bei dir eingebrannt hat, wo dir klar geworden ist, okay, hier läuft irgendwas falsch? Definitiv. Ich saß einmal so, das war wirklich so, ich war in meinem dunklen Zimmer. Es war irgendwie das 7. Mal Pornografie. Ich saß da seit 6 Stunden. Hab mir diesen Mist angesehen. Ich hatte nicht mal einen Steifen. Und dann habe ich ich glaube, wir kennen das alle bei YouTube, so eine 5-Minuten Werbeunterbrechung, also so vor dem Video, weißt du. Und dann war da so eine Frau, die hat gesagt, hey, hast du keine Lust mehr, zu Hause in deinem dunklen Zimmer zu hocken und dir alleine auf die schönsten Frauen runterzuholen? Bei YouTube? Nein, bei Pornhub. Ja. Ach so. Das ist Werbung für andere Seiten. Das ist einfach Werbung für noch mehr Pornografie. Hör doch jetzt auf zu wichsen und werd Drehpartner oder joine unser Community. Nur heiße, keine Ahnung, Amateure und du kannst mitmachen oder so. Ja, okay. Ja, genau, das war so eine Werbung bei Pornhub. Also. Okay. Und dann habe ich mich in meinem dunklen Zimmer umgesehen. Wie hieß sie denn? Hey, ich bin's, Pia. Ich weiß gar nicht mehr ihren Nachnamen. Wo ich irgendwie sonst wie oft mal schon masturbiert habe. Und hab mir gedacht, Alter, so kann's nicht weitergehen. Ja. Einmal wollte ich mich sogar für einen Job bewerben. Einfach mal so, um zu schauen, okay, gefällt mir doch lieber was anderes, möchte ich doch lieber doch nicht selbstständig sein und so. Und ich habe den Job nicht bekommen, weil ich extrem niedriges Selbstbewusstsein hatte. Es war jedes Mal so, wenn ich jemandem die Hand geben wollte, dann hatte ich jedes Mal unterbewusst das Gefühl, ey, hallo Leroy, mit dieser Hand habe ich mir gerade einen runtergeholt. Möchtest du jetzt schütteln? So. Ja, diese, okay, ja, wenn man das ausstrahlt, fühlt der Gegenüber, also fühlt nicht das, was du denkst, aber er denkt sich auch so, was ist das für ein Händedruck, ne? Ja, genau. Ja, ich könnte niemandem die Hand geben, ohne das Gefühl zu haben, ey, ich habe mir gerade damit einen runtergeholt, tut mir leid, Bro. Ja, und ich konnte auch nicht so richtig authentisch sein. Das war der Grund. Könnte vielleicht an deiner mangelnden Körperhygiene liegen. Meine beiden Hände haben schon an so vielen Mösen und an meinem eigenen Pimmel. Guck mal, was ich mache. Ich zwirbel mir meinen Bart. So, wunderbar. Weißt du warum? Weil ich mir nach jedem Mal pinkeln alleine die Pfoten wasche. Auf. Warum ich
dann auch Anfang 2020 mit 19 bin ich in den Wald gegangen, habe mir so einen Zettel genommen, habe darauf Pornos draufgeschrieben, habe ein Feuerzeug genommen und habe diesen Zettel in einem Wald verbrannt. Habe mir gesagt, ich werde nie wieder in meinem gesamten Leben, nicht mal wenn ich 90 bin, werde ich mir einen Porno ansehen und gleichzeitig masturbieren. Und nachdem ich das gemacht habe, hat sich das so angefühlt, als wäre so richtig so ein Stein in meinem Herzen runtergefallen. Das wäre ich jetzt so erleichtert gewesen. Und ich hatte auch das Gefühl, ey, jetzt werde ich definitiv davon freikommen. Was dann passiert ist, waren die heftigsten Entzugserscheinungen in meinem gesamten Leben. Ich hatte in meinem Leben noch nie so sehr gegen mich selbst angekämpft, wie in dieser nachfolgenden Zeit, in diesen kommenden paar Monaten. Aber es ist so die... Ja, vor allem Masturbation ist ein natürliches Grundbedürfnis, das ja sogar Tiere ausführen. Das heißt, du hast auch gegen deine Natur verstoßen. Ersten paar 30, 60, 90 Tage ohne Pornos ausgehalten habe, da hatte ich das Gefühl, ich bin super motiviert, selbstbewusst. Ich bin durch einen Park gegangen und ich habe mich so angefühlt, wie als würde ich in dem Moment einen Porno schauen. So hat sich das angefühlt. Ja, mein Belohnungssystem war... Oh, jetzt erzähl mir aber nicht, dass der irgendwie Life-Coach oder sowas ist. Mein Porno ist das Leben. Aber wenn es für ihn funktioniert hat, ganz ehrlich, ohne Wertung, freut mich das. Wenn er davon weggekommen ist, was für ihn der Auslöser aller seiner Probleme war, die ich ehrlich gesagt ganz woanders sehe. Weil er hat sich nicht mehr gewaschen, weil er Pornos geguckt hat. Er hat sich nicht gewaschen, weil er ein Dreckspatz war. Er hat beim ersten Mal ziemlich sicher keinen Hoch bekommen nicht den harten gehabt, den er gerne hätte haben wollen, weil er sich nur Pornos angeguckt hat mit mehreren Frauen, sondern einfach auch, weil die Alte wahrscheinlich genauso schäbig war wie er in dem Moment. Aber wenn es für ihn funktioniert hat, ist sehr gut. Ist egal wie, aber Hauptsache es hat funktioniert. Resettet. Ja, ich hatte auf einmal viel mehr Bock, was für mein Business zu tun, wirklich Bücher zu lesen über Erfolg und so weiter und zu trainieren auch und irgendwie war ich viel, viel, viel glücklicher. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das Ganze, was ich jetzt gelernt habe, dass ich das einfach anderen Menschen beibringe und das zum Beruf mache. Okay. Das heißt, ich hab's geahnt, Alter. Das ist jetzt der Punkt, wo ich gerade ein bisschen sauer werde. Das ist nämlich der Moment, in dem er den Pfad von religiösen Fanatikern reitet. Ich lebte ein normales Leben. Ich war geblendet vom Satan. Doch dann berührte Gottes Hand mein Herz und ich erkannte, ich muss etwas ändern. Und ich gebe euch all das, was mir Gott gegeben hat, gebe ich euch zurück. Ich bin jetzt NoFap-Coach geworden dadurch. Also Hut ab, ehrlich, den Schritt so aus eigener Kraft zu schaffen und dann am Ende noch daraus, ja. NoFap-Coach. Wahrscheinlich auch mit einem religiösen Hintergrund. Okay, du hast es dir zum Beruf gemacht, deine krankhafte Sexualität, ja, dein gestörtes Selbstbild anderen Menschen zu vermitteln. Okay. Ich würde nicht sagen, dass das, was ich mache, ja, ich, Abstand, das, was ich mache, ist für jeden richtig und gut. Ich würde nicht sagen, oh, pauschal, naja, 20 Mal Wichsen am Tag ist in Ordnung. Es kommt auf dich an, auf jeden Einzelnen. Wenn es für dich passt und du keine Probleme damit hast und keine Sorgen, ist es gut für dich. Aber das, was der Junge dort macht, dieses NoFap, Masturbation ist ein Grundbedürfnis. Selbst kleine Kinder fangen an, ihren Körper zu entdecken und stellen dabei fest, dass sich das gut anfühlt.
kann zu viel sein, es kann übertrieben werden, ja. Aber NoFap ist eigentlich genauso krank. Wer sagt denn jetzt eigentlich, dass er jetzt, so wie er jetzt ist, ein gesundes Sexualleben hat? Hat er eine Partnerin oder einen Partner? Lebt er denn überhaupt eine Sexualität aus? Wenn er nämlich keine auslebt, ist das doch auch irgendwo schon ein bisschen krank, oder nicht? Und das vermittelt er jetzt anderen. Als die Lösung für irgendwas. Was ist los mit dir? Was ist er für ein Spinner einfach? Er macht aus den falschen Gründen einen Entzug und jetzt will er das anderen auch so beibringen. Nice, wieder ein Schritt zurück in puncto Aufklärung. Genau das regt mich so auf. Das regt mich so auf. Er hat sich nicht gewaschen. Er hat alle seine Probleme, die er sich ja auch teilweise selber in seinem Leben aufgetürmt hat, schiebt er auf eine Bank, auf eine Karte oder auf ein kleines, keine Ahnung, auf so eine Mini-Lore und lässt das Ding loseiern und läuft dann hinterher und macht da jetzt ein Leben draus. Da draußen sind Leute, die sich auf jemanden wie ihn verlassen. Auf diesen Quacksalber. Und Leroy gibt ihm auch noch die Plattform, ich ja auch noch. Scheiß die Wand an. Der ist der Letzte, der irgendwem was erzählen sollte. Oh Gott. So viel zu in puncto offener und ehrlicher Umgang mit Sexualität, Alter. Irgendwas Selbstständiges zu machen, finde ich persönlich richtig stark. Lee, was würdest du denn... Richtig stark ist, er hat erkannt, ich... Ich bin ein erbärmlicher Wichser. Da draußen gibt es noch Leute, die erbärmlicher sind als ich. Ich könnte damit Geld verdienen. Krass. Einfach krass. Meine Fresse. Einem Zuschauer da draußen raten, der jetzt gerade zuguckt und sich denkt, Moment, dieses mit der Pornosucht, was ich heute gehört habe zum ersten Mal, das trifft auch auf mich zu. Und ich möchte jetzt etwas verändern. Was wäre so dein Tipp da? Ein Tipp von mir wäre, offen darüber zu reden. Das kann möglicherweise das Schwierigste sein, was man überhaupt tut, ja, zum Beispiel mit Freunden oder seinen Eltern über das Thema zu reden, aber es wird sich am Ende lohnen, weil es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns manchmal schuldig fühlen, dass wir die Verantwortung übernehmen, aber viele Menschen verwechseln das Ganze mit Scham. Scham sagt dir nicht, ich habe etwas Schlechtes getan, sondern ich bin jemand Schlechtes. Und wenn du glaubst, dass du jemand Schlechtes bist, dann bist du halt auch mehr dazu verlangt. Oder dann kannst du dir auch sagen, ey, dann kann ich ja auch zu viel essen, Drogen nehmen, Pornos schauen, ja. Und das ist einfach das, was ich jedem raten kann. Okay, ich glaube, das ist ein Thema, wo natürlich noch super viel mehr zu sagen wäre, wie man da jetzt gerade rauskommt, aber genau dafür und um diesen Weg verfolgen zu können, wie du es jetzt geschafft hast, ja fast ein Jahr und alles abstinent zu sein, gibt es jetzt auch noch ein spannendes Video, wo du mit dabei warst, und zwar auf dem Kanal von Follow Me Reports. Freunde, das Video findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr... Gucken wir uns gleich an, die Scheiße. Oder sieht man das hier schon? Regie? Was ist los, Helmausi? Das ist auch hier eingeblendet, ne? Siehst du es auch? Ja. Was ist los, Schatzi? Ein kleiner Lügner, hier sieht man noch gar nichts. Aber ihr zu Hause, ihr seht das auf jeden Fall. Und wenn ihr noch irgendwas habt, ne, irgendeine Frage, dann schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Und Lee wird es mit Sicherheit auch noch beantworten, oder? Ja, bestimmt. Sehr gut, du tippst ein bisschen mit. Alles klar, Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Nee, Leroy, gib einen Daumen nach unten. Das ist mal leider wieder eins von den beschissenen Videos gewesen. Sorry. Das ist so, ey, von dem einen Extrem gehen wir jetzt einfach ins nächste Extrem. Von ich hab den ganzen Tag nur noch gewichst zu ich werde mich nie wieder anfassen. Weg von der Pornografie kann ich noch eher nachvollziehen, aber es... Es wird ja hier auch die Masturbation so gezeichnet. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Also vielleicht fehlt mir das Verständnis. Wieso, was ist los, Helen? Die haben bestimmt einen Corona-Fall gehabt und können jetzt nicht arbeiten, richtig? Ich möchte fast wetten, dass die Station wegen Corona... Lass mal das mit den Piraten schauen. Ja, da ist es halt ein Bundeswehrsoldat, der am Kap Horn wahrscheinlich vor Afrika Piraten gejagt haben. Das gucken wir uns auch noch an, ja. Das können wir machen.
Jetzt gucken wir uns das NoFap-Ding an und ich glaube, dann mache ich Sport oder so. Ich gehe erstmal strollern. So, also die Subs bekommen Katzenschnurren und alle anderen bekommen Werbung. Meine Fresse, ey. Nicht wieder. Die Thymi hattest du auf dem Arm, die hattest du nicht nur auf dem Arm, die lag auf dir. Kroki, weil du Glück hattest. Sei froh. Weil der zuständige Arzt im Urlaub ist und der andere Arzt schon voll ist mit den Untersuchungen, die bei mir gemacht werden sollten. Das einzig Positive ist, dass kaum noch was vorher gemacht werden muss, weil das alles heute gemacht wurde. 50 Kilometer hin, umsonst 50 Kilometer zurück. Der Einzige, der sich freut, ist mein Chef, dass ich wieder an die Arbeit komme. Ah. Na gut. Nächste Woche Donnerstag, Schatzi. So, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Minuten an von unserem werten Herrn und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir sind jetzt halt in der Thematik drin, ich will es mir angucken. Vielleicht kann ich das auch so auf YouTube hochladen. Ich bezweifle, dass er stark... Ich lade ja eh nichts mehr hoch.
Wie sahen so Entzugserscheinungen bei dir aus? Ich hatte das Gefühl, okay, irgendwie 10 Frauen. Gaffelkirsch! Feuerfrei! Vor mir nackt und wollen unbedingt mit mir Sex haben und ich sag, nein, ich will jetzt nur durchhalten. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich bin heute mal hier zu Gast als Host. Pass auf dich auf, Liebe, geht rein, raus und auf den Bau. Piss dich. Schönen Start in Montag, Mann. Bei Follow Me Reports. Und wir haben natürlich auch ein super spannendes Thema wieder am Start. Und zwar geht es heute um die NoFap Challenge. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Thema dabei ist, seinen eigenen Trieb in den Griff zu bekommen. Das heißt, es darf nicht masturbiert werden. Und das Ziel ist es, daraus wieder neue Kraft zu schöpfen. Für. Ich habe übrigens gerade meiner Frau ein paar Küsschen gegeben und ihr gesagt, dass ich sie liebe, weil ich so ein krass gestörtes Verhältnis zu ihr habe durch die Pornografie. Heftig. Andere Dinge im Leben. Mittags callst du dir ein, abends callst du dir 2-3 Mal ein. Du bist tot danach. Wir werden Sklave unseres Lebens. Das bedeutet, dass wir eigentlich gar keine bewusste Entscheidung mehr treffen. Mich würde wirklich interessieren, ob das bei dir funktioniert, ob du es durchhältst oder nicht. Dazu werde ich heute Lee treffen. Ich habe ihn schon mal getroffen und heute sehen wir uns wieder. Lee ist pornosüchtig gewesen. Wenn man so am Anfang das so davon wegkommt, hat man wirklich so das Gefühl, so, ey, das sind irgendwie Superkräfte, man hat super viel Selbstbewusstsein und so weiter. Ich persönlich halte von einer NoFap-Bewegung gar nichts. Das muss ich eindeutig so sagen. Und was das Ganze mit... Wieso? Ich habe gerade Bezug genommen auf den Bullshit, den du gerade erzählt hast, der leider erst zum Ende kam, Alter. Die Probleme, die du aufgezählt hast, die haben mit der Pornografie an sich nichts zu tun. Ja, Sucht, okay, kann ich vielleicht noch verstehen, aber... keine Ahnung, ich könnte doch wohl auch süchtig sein nach Pornografie und mich trotzdem waschen, mir die Zähne putzen, mir die Haare kämmen, oder? ...mit ihm gemacht hat, das werden wir, glaube ich, heute erfahren. Mein Lieber, wie geht's dir? Schön, dich wieder zu sehen. Ja, finde ich auch. Also, ich... Das Ding ist, Kroki, einerseits habe ich manchmal das Gefühl, dass Leroy sich Leute einlädt und mit denen über Themen spricht, die gar nicht Phase sind. In meinen Augen hat der Bengel ein ganz anderes Problem als die scheiß Pornografie. Da denke ich mir so manchmal, ich könnte mit dem Leroy viel geileren Content machen. Nur ich habe nichts zu erzählen. Ich hab mein scheiß Leben halt im Griff irgendwie. So halbwegs. Womit soll ich mich ihm unterhalten? Dass ich in den meisten Sachen super krass tolerant bin oder so? Dass ich mir fast alles irgendwie vorstellen kann? Alles, was sich hier oben irgendwie abspielt, ist in irgendeiner Form möglich oder wurde sogar schon gemacht. Dann lädt er sich jemanden ein, wie ist das, pornosüchtig zu sein? Ich sehe nicht eine Sekunde, wo der Bengel wirklich pornosüchtig ist, sondern da gibt's ganz andere, tiefliegendere psychische Probleme, die der Bengel hatte. Und dann kam halt die Pornografie als Sündenbock sozusagen. Nicht, dass er nicht süchtig war oder ist, aber das wird eher wird das vorgeschoben. Der hat ganz andere Probleme, die viel gravierender sind. Zum Beispiel das Thema Mobbing. Man hätte mit ihm zum Beispiel das Thema Mobbing viel krasser aufarbeiten können, als mit dem Slavik zum Beispiel. Das mit Slavik, das war fast nur Werbung für seinen jammerlichen YouTube-Kanal. Was der für Content macht, finde ich widerwärtig. Ich finde das nicht lustig. Das stimuliert mich null. Ich finde das scheiße, was der Slavik macht. Slavik, Junge! Früher haben alle über mich gelacht, heute mache ich Witze auf YouTube. Das war fast nur Werbung, aber das ist nur meine beschränkte Sicht der Dinge. Und da ist dann wieder das, so wichtig empfinde ich mich gar nicht, als dass ich jetzt dem Leroy schreiben müsste, ey Leroy, wir müssen uns mal zusammensetzen. Weil ich auch nicht ein Thema habe, wo ich jetzt sagen könnte, guck mal Lee, da habe ich richtig was zu erzählen. Wahrscheinlich Silbereisen, ja. Zeit. Ich muss ja sagen, ich habe gar keinen Plan so richtig, wo du aufgewachsen bist. Also ich bin halt in Hamburg aufgewachsen. Eigentlich hatte ich eine ganz gute Kindheit, würde ich sagen. Ja, gab Höhen und Tiefen. Was hast du denn als Kind gemacht? Als Kind habe ich eigentlich gar nicht mal, also ich hatte erst nicht, ich hatte ein paar Freunde, mal hatte ich sie nicht. Ich war jetzt sehr introvertiert. Ich habe immer sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine so verbracht. So. Ich habe immer an meinem Computer so welche Browser-Games gezockt. Ich glaube, du kennst auch Spieler.de, kennst du wahrscheinlich noch. Stimmt, doch, das haben wir im Unterricht immer gezockt. Ja, ne? Also so ein paar Freunde mehr hätten es schon sein können. Ja, aber meine Klasse wurde ich früher immer gemobbt, so. Okay. War nicht so toll.
Ja, aber daran habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt. Warum genau wurdest du gemobbt? Da war ich, glaube ich, 15, 16. Ja, ging so ein Internetvideo von mir rum, das war richtig peinlich. Und dann konnte ich knapp 2,5 Jahre nicht durch meine Schule gehen. Also es war dann so, ich war in der Schule mit 1000 Schülern, weißt du? Und jeder Einzelne davon kannte dieses Video. Ich hatte ein Trauma erlebt und das war halt jeden einzelnen Tag nochmal. Und das für 2,5 Jahre. Das war halt richtig scheiße. Ist es da dann dazu gekommen, dass du deine ersten Kontakte auch zur Pornografie gefunden hast, wo du dann viel mit dir alleine einfach Zeit verbringen musstest? Ja, du musst dir vorstellen, das war alles Ablenkung. Generell, wenn ich von der Schule kam, war einfach nur, ich will mich jetzt von der Schule ablenken. Ich will meine Probleme irgendwie wegspülen, weißt du? Und da Wegwichsen der Probleme. Geil! War halt Pornografie ein Mittel. Aber damals dachte ich mir, hey, jeder schaut ja Pornos. So, also was daran ist ja nichts schlimm. Gab es noch irgendeine Situation, wo du sagen kannst, okay, da war mir klar, ich bin pornosüchtig? Das war an dem Punkt, an dem ich versucht habe aufzuhören. Ich bin halt darauf aufmerksam geworden durch so einen Blogpost, weißt du? Da stand halt drin, ey, wenn du aufhörst zu masturbieren, wenn du aufhörst, dir Pornos anzusehen, dann fühlst du dich einfach besser. Ja, dann hast du mehr Motivation, dann hast du mehr Disziplin im Allgemeinen, dann fühlst du dich einfach besser, weißt du? Das wurde halt so drin beschrieben. Und dann habe ich versucht aufzuhören, habe ich gedacht, okay, scheiße, ich bin süchtig. Ja, weil ich so Entzugserscheinungen hatte. Wie sahen denn nicht nur Entzugserscheinungen bei dir aus? Ich hallo, Simo! Oh, bei mir ist alles toppi. Ein wunderschön. Gefühl, okay, guck mal hier. Schöne Moped. Irgendwie 10 Frauen sitzen im Bett vor mir nackt und wollen unbedingt mit mir Sex haben und ich sage, nein, ich will jetzt nur durchhalten. So und das war nur nach einer Woche oder so. Das hatte ich gar nicht erwartet, dass das so ein... Warte mal. Irgendwie, ich ging durch den Supermarkt und ich hatte das Gefühl, okay, irgendwie 10 Frauen sitzen im Bett vor mir nackt und wollen unbedingt mit mir Sex haben und ich sage, nein, ich will jetzt nur durchhalten. Was wieder? Das hat doch eigentlich mit der Pornografie nichts zu tun. Wenn er durch den Supermarkt geht und eine Fantasie hat, ist diese Fantasie ausschließlich ausgelöst durch die Pornografie? Es wird hier das Bild gezeichnet, dass generell Masturbation krankhaft ist. So, und das war nur nach einer Woche. Kann sein, Simon. Das hatte ich gar nicht erwartet, dass das so ein, dass es jetzt mir so schwer fällt, so. Ja, du hast da schon sehr ehrlich in unserem Interview drüber gesprochen. Das kann ich euch natürlich auch nur empfehlen. Findet ihr wahrscheinlich in der Infobox verlinkt. Da hast du auch gesagt, wie viel du in der Spitze teilweise an einem Tag masturbiert hast. Du erinnerst dich, ich war ziemlich geschockt. So. Ja. Auf einmal wurde das noch stärker als wo ich 16 war. Noch stärker. Was heißt noch stärker? Noch stärker. 8-mal am Tag. 8-mal am Tag? Das war wirklich so, ich war in meinem dunklen Zimmer. Es war irgendwie das 7. Mal Pornografie. Ich saß da seit 6 Stunden, habe mir diesen Mist angesehen. Ich hatte nicht mal einen Steifen. Wie alt warst du, als du diese harte Hochzeit, sage ich jetzt mal, erlebt hast? 19. Wie kommt man da raus? Kannst du dir irgendwie Hilfe holen? Kannst du mit jemandem darüber reden? Weil das ist ja auch ein Thema, was einem ja nicht gerade angenehm ist. Das war tatsächlich ein Fehler von mir. Und zwar, ich habe mir keine Hilfe gesucht. Ich habe gedacht, dass ich das einfach so alleine schaffe. Dann würde ich vorschlagen, setzen wir uns doch einfach mal hier ein bisschen entspannt hin, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ab welchem Punkt war dir klar, ich habe hier ein riesen Thema? Ja. Es ging über die Monate. Ich habe es halt über die Monate hinweg immer wieder versucht aufzuhören. Und da gab es zum Beispiel den Monat November. Habe ich 2018 15 Stunden geschafft. 2019 8 Tage. So, da dachte ich mir, okay, wieso schaffe ich das nicht? Dankeschön. Was mich die ganze Zeit noch interessiert, ist die Frage nach der NoFap-Community. Was das überhaupt ist. Bei NoFap geht es im Grunde darum, dass du einerseits unabhängig wirst von der Sexualität von Pornodarstellerinnen und dass du es in deiner Mitte findest. Jedes Mal, nachdem ich mir Pornos ansehe, verliere ich immer meine Kraft. Ja, ich
ich fühle mich danach scheiße, ich fühle mich danach unmännlich. Und dass du die Energie, die du eigentlich fürs Pornoschauen benutzt, dass du die kanalisierst in andere Richtungen, dass du mehr Fokus auf dein eigenes Leben denkst. Wenn man 30 Tage nicht masturbiert, ist es so, dass man nach einer Zeit sozusagen Superkräfte bekommt. Und wie funktioniert das in einer Community? Weil an sich ist das ja sowas, was man für sich selber ausmachen muss, ne? Ja, natürlich. Also dafür muss man noch nicht in irgendeiner NoFap-Gruppe sein. Dafür kann man auch das auch einfach für sich selbst machen. Ich bin ganz froh, dass wir genau zu diesem Thema jetzt gleich auch noch eine Live-Schalte haben zu Umut. Der ist nämlich Sexualtherapeut. Machen wir das einfach gemeinsam. Ja, würde ich auch sagen. Ja? Also ich muss sagen, bis hierhin habe ich einfach sehr großen Respekt vor Lee, wie offen er da über dieses Thema spricht, was für die meisten wahrscheinlich total ungewöhnlich wäre, da so klare Worte für zu finden. Ich nehme ihm auch absolut ab, dass er unter dieser Problematik gelitten hat. Und da jetzt einen Weg rauszufinden, finde ich, ist super. Der Junge leidet unter ganz anderen Sachen, Alter. Aber jetzt kommt wenigstens gleich dann hier der Fachmann, ey. Oh! Spannend. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben noch einiges vor, deshalb machen wir jetzt auch direkt weiter. Yo. Percocet. Umut, schön, dass du da bist. Lee hat mir schon einiges erzählt, wie er früher mit seiner Pornosucht umzugehen lernen musste. Den Begriff Pornosucht, den gibt es so nicht in der Psychotherapie. Diese Diagnose gibt es nicht. Wenn ich mir sage, ey, ich möchte erst mit Pornos aufhören und ich schaff's nicht so richtig, dann bin ich für mich nach meiner Definition pornosüchtig. So. Wissenschaftlich zum Beispiel haben wir, ich auch, tatsächlich große Kritik an dem Begriff Sucht dahinter. Deswegen wird das so sein in zukünftigen Diagnosesystemen, dass wir das als so eine Art zwanghafte Selbstbefriedigungsstörung oder so ähnlich einkategorisieren werden. Bei Menschen, André, bei denen es problematisch läuft, die befriedigen sich ganz oft nicht mehr einfach nur aus Lust, sondern um zum Beispiel mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Das matcht ja irgendwo, muss man sagen. Ne? Ja, ja, aber ja, das stimmt. Ja, es passt ihm einfach nicht, weil das dein Weltbild erschüttert. Du verdienst nämlich Geld damit. Ja, oh, definitiv. Weil du hast ja auch von Phasen... Das sagt nämlich der Blick hier gerade. Matcht ja irgendwo, muss man sagen. Ne? Ja, ja, aber ja, das stimmt. Ja, definitiv. Weil du hast ja auch von Phasen berichtet, wo Mobbing vor allem ein großes Thema war und du ja sowieso sehr alleine unterwegs warst und es ist vielleicht genauso. Weiß gerade nicht, wer der größere Schwindler ist, er oder Elon Musk? Ein Punkt, den Umut da anspricht, dass du das dann kompensieren konntest. Selbst wenn man dieses sexuelle Verlangen hat und man versucht nicht so wirklich zu unterdrücken, glaubst du dann, dass man trotzdem auf Pornografie verzichten sollte oder dass das eine gute Idee ist? Ich persönlich halte von einer NoFap-Bewegung gar nichts. Das muss ich so eindeutig so sagen. Selbstbefriedigung gehört, hat ihn kurz angegriffen, auch zu einer funktionalen Sexualität mit dazu. Denn letztendlich ganz viel, was versprochen wird bei NoFap, hat medizinisch, psychologisch keinerlei Evidenzen. Ja, du hast auch von so Superkräften ja, also, gesprochen. Ja, also, das ist so zumindest am Anfang. Wenn man so am Anfang das so davon wegkommt, hat man wirklich so das Gefühl, so, ey, das sind irgendwie Superkräfte. Man hat super viel Selbstbewusstsein und so weiter. Diesen Selbst... Weil du ja auch die Bestätigung daraus suchst, Mann. Es muss ja einen Sinn haben. Das ist wie ein Placebo-Effekt, Alter. So wie manche Leute sich energetisch fühlen, wenn sie den dritten Tag gefastet haben. Ich fühle mich viel energetischer. Ich brauche keine Kraft mehr, um zu verdauen. Das findet hier oben statt. Ja, ist richtig. Aber Überraschung, dein Körper, wenn du nichts frisst, dem geht es nicht besonders gut. Wo zieht denn der Energie her? Ich meine, es gibt Leute, die behaupten, ich habe schon seit 15 Jahren nichts mehr gegessen. Ich lebe durch Atmen und durch Lichtenergie. Kurzum, du bist bescheuert, Junge. Du bist krank, du bist süchtig und du hast deine Sucht durch einen Kontrollmechanismus ersetzt. So wie manche Leute sich das Ritzen anfangen, um ihren eigenen Körper zu spüren. So wie manche ihr falsches Körperbild dadurch kontrollieren, dass sie sich einen Finger in den Rachen stecken, um immer dünner zu werden. Deine Pornografie-Sucht, Abhängigkeit, dein ständiges Masturbieren, was für dich so viel war, war das Ventil. Die Ursache ist eine andere. Wir haben einfach das Ventil abgeschafft und ein neues Ventil geschafft. Und jetzt ist alles gut, oder wie? Nö, das sind einfach unbearbeitete, unangegangene Prozesse, Kämpfe, die er mit sich selber, in sich selber führt.
die er nie... nie angeht. Nie angegangen ist. Fuck, Mann. Das geht gar nicht, was sie da vermitteln wollen. NoFap halte ich sowieso gar nichts davon. Ist, nee, sorry. Werde ich auch nie unterstützen. No Nut November, NoFap und so weiter. Ich meine, das gibt's aus dem BDSM-Bereich, aus dem Domina-Bereich gibt's auch den sogenannten Locktober, ne, wo dann, also es gibt so kleine Käfige, wo man Mann einsperren kann. Manche machen das, sie darf den Schlüssel behalten und entscheidet, wann er darf. Hey, wenn euch das Spaß macht, das ist ja dann schon wieder, geht in die sexuelle Richtung, so viel Freude dabei. Allgemein ist auch regelmäßiges Masturbieren ziemlich gesund für die Prostata. Yo, what the fuck? Wertschub hätte man zu 99,9% auch, wenn du ein Jahr lang auf Zucker verzichtet hättest. Oder wenn du ein Jahr lang jeden Tag Sport gemacht hättest. Denn dieser Selbstwertschub kommt daher, dass man plötzlich feststellt, hey krass, ich habe doch die Kontrolle über mein Verhalten und mein Leben. Das ist genau der Grund, warum ich NoFap gemacht habe. Einfach um es einem selbst zu beweisen. So. Ich habe jetzt von... Dein Körper hat keine Signale ausgesendet nach dem Motto, oh, das geht dir jetzt so viel besser. Weil eigentlich hast du ja den Dopaminausstoß, wenn du dir einen runtergeholt hast. Aber die Selbstbestätigung, die Bestätigung, die du dir selber verschafft hast dadurch, die hat dich selber aufgewertet. Überraschung. Voll kompliziert. Die schon mitbekommen, dass er die vergangenen Jahre über die No-Nut-November-Challenges mitgemacht hat. Ist das eventuell sogar ungesund? Ungesund ist die ganze Bewegung nicht. Sie hat aber auch keinen Benefit, keine gesundheitlichen Vorteile. Und auf der anderen Seite ist aber, wenn ich mich selbst befriedige, habe ich keine Nachteile. Aber ich habe eigentlich Vorteile durchaus in meinem Leben. Deswegen verstehe ich schon nicht, warum man da überhaupt mitmachen würde. Und allgemein, ne, wenn man sagt, ey, ich habe da so ein süchtiges Verhalten erlebt oder gesehen bei mir und dann mache ich jetzt plötzlich NoFap, dann würde ich auch sagen, fällt man da nicht von einem Extrem in ein komplett anderes Extrem? Also ich finde, ich habe einen ganz guten Ausgleich gefunden. So, ne? Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man sagt, okay, jetzt masturbiere ich nie wieder, habe noch nie wieder Sex und lebe total wie so ein Mönch. So bin ich auch kein Fan von. So, ich finde, man muss die richtige Balance finden. Aber ich glaube, für die meisten Menschen heutzutage ist mehrere Mal am Tag Porno schauen die Norm. So, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das so gesund ist. Also, nee, du weißt es nicht, aber du weißt es nicht, aber vermittelst genau das, dass es nicht gut ist. Junge, also, ich bin sicherlich nicht das Musterbeispiel, aber ich aus meiner Sicht kann mitteilen, klappt wunderbar, wenn man weiß, damit umzugehen. Da sitzt du gerade auf dem Pott. Genau du. Hier rede ich. 10 Jahre Beziehung. Wir sind jetzt den 4. Tag, ne? Heute ist Montag. Schon der 5. dann. Erzähl mit. Nee, dann zählt er nicht mit. Wir kennen uns seit, keine Ahnung, 15, 16 Jahre. Wir kennen uns knapp 16 Jahre. 9 Jahre sind wir zusammen, es werden bald 10. Jetzt sind wir dann seit 4-5 Tagen verheiratet miteinander. Ich konsumiere jeden Tag Pornografie. Jeden Tag. Das auch öfter. Und öfter als 4-mal. Es läuft wunderbar. Sie kriegt immer noch Küsse und wird gestreichelt. Ich bin nach 9 Jahren immer noch sehr verspielt. Ich hau ihr jeden Tag mehrfach auf den Hintern. Was sie manchmal stört. Aua ist, sagt sie. Wem, da wäre jetzt meine Frage, wem würdet ihr eher glauben und zuhören? Dem Bengel, der irgendwelche psychologischen Probleme hat, also nicht, dass ich keine habe, aber dem Bengel, der irgendwelche Psychoprobleme hat,
der sich nicht gewaschen, nicht geduscht und sonstiges hat, der irgendwelche Weiber, so wie Jotta es nennen würde, übungsfleischmäßig, Hauptsache irgendein Loch und da muss er rein und dann hat er sich gewundert, dass er keinen hochkriegt, oder mir? Ja, er nimmt ja sogar Geld damit, das finde ich so bescheuert. Das ist, als würde ich irgendeinem Drogensüchtigen, der, ey, ich bin von Schurre weggekommen. Ich habe jetzt mit ganz anderen Sachen angefangen. Ich mache jetzt Drogencoach. Blödsinn einfach. Das ist halt, was heißt Zertifikation? Die Zertifikation gibt er sich selber als NoFap-Dude. Der macht jetzt Videos, stellt sich vor die Kamera. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute erzähle ich euch, warum Wichsen total schädlich ist. Ja, es gibt Leute, die ihm zuhören, so wie es Leute gibt, die erzählen, ich lebe nur von Lichtenergie, ich habe seit 20 Jahren weder gegessen noch getrunken. Und dann gibt's Anhänger. Für so eine Scheiße, Alter. Und so einen Bengel lassen wir mit Leroy und Follow Me Reports auch auf die Jugend zu, so. Oder los. Das Video von Follow Me hat 76.000 Aufrufe, mit uns jetzt einen mehr. Ich weiß gar nicht, ich schau mal schnell nach, was der Schmutz vom Leroy für Aufrufe hatte. Das ist ein Scheiß, Alter. Das Video vom Leroy hat 541.433 Aufrufe. Ist das euer fucking Ernst, Alter? Wo sind wir denn gelandet, Mann? Ich glaube, und meine Frau als Polizistin hat das gerade auch bestätigt, dass unterdrückte Triebe oft andere Triebe hervorrufen, die in vielen Fällen zu Taten führen, über die ich nicht sprechen möchte. Meine Frau sagt, sie hört das sehr oft im Beruf von diesen Tätern. Kann da leider nicht näher drauf eingehen. Na, es wird wahrscheinlich um Pädophilie gehen. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich als der allseits geliebte und beliebte Carsten Stahl anfing, wir müssen Sexpuppen verbieten. Es gibt dazu Abhandlungen, es gibt dazu Stoff zu lesen, dass das positiv ist. Es gibt Leute, die sagen, nee, das würde manche eher noch eher dazu bringen, das zu tun. Da würde ich eher sagen, probieren wir es mal aus. Weil manch einem Menschen könnte es wohl sehr gut helfen, seine sexuellen Triebe auszuleben mit einer Puppe. Vielleicht könnte das den ein oder anderen auch extremisieren und die Möglichkeit geben, so eine Straftat auszuführen. Da wäre ich aber mal gespannt, wie viele das wirklich wären. Wenn wir nämlich allgemein dann die Zahlen minimieren könnten, das wäre, glaube ich, das wäre schön. Kindesmissbrauch generell nach unten zu bringen. Ganz abschaffen können wirst du es nie. Geht nicht. Ich finde das so, das, was mich gerade eher, was mich echt ankotzt, ne, wo ich auch sagen muss, hier auch wieder, ne, zeichnet sich ein eindeutiges Bild immer und immer wieder. Punkt. Das wird von unseren Steuergeldern bezahlt. Und das Schlimmste an diesem Video, das, was ich richtig zum Kotzen finde, dieser Mann hier ist Sexualtherapeut. Der hat eine Ausbildung gemacht. Klar, natürlich auch nach gewissen Voraussetzungen, ja. Aber der Mann kriegt eine Redezeit von 7,16 bis ungefähr 12 Minuten. Also der kriegt nicht mal 4 Minuten, ein bisschen mehr als 4 Minuten vielleicht Redezeit. Obwohl ja er zwischendurch auch noch reinquakt. Warum machen wir aus diesem Video nicht einen halbstündigen oder 45 Minuten Beitrag und lassen mal diesen Mann ein bisschen mehr zu Worte kommen? Warum lassen wir den nicht sprechen? Der sich mit Sexualität auskennt. Überraschenderweise hält der von NoFap nämlich gar nichts. Aber der kriegt nicht mal ein Drittel an Redezeit. Auf zwei Beiträge übrigens verteilt. Ne? Also Leroy hat ja mit ihm das Video gemacht. Eigentlich müsste Leroy jetzt ein Video mit unserem Sexualtherapeuten machen. Das wäre mega interessant. Das würde mich weitaus mehr interessieren als das Gequake von diesem uninteressanten Menschen hier. 100%. Weißt du was? Da würde ich die Zwangsabgabe GEZ würde ich da sehen, würde ich da fühlen.
Für mich hat es auf jeden Fall sich herausgestellt, dass es auf jeden Fall nicht gut ist für mich gewesen. Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was sollte man am ehesten tun, wenn man jetzt selber das erkennt, dass man da ein Problem hat oder schon richtig tief da drin hängt? Die erste Adresse ist entweder Arzt, Ärztin des Vertrauens, Hausarzt, Hausärztin vielleicht, beziehungsweise in eine psychotherapeutische Sprechstunde zu gehen und das anzusprechen. Umut, vielen, vielen Dank. Mach genau da weiter, wo du gerade warst. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ne? Ja, ich danke euch. Danke dir, Lee, fürs Gespräch. Ja, danke dir. Und jetzt würde mich natürlich ganz am Ende noch interessieren, Lee. Was würdest du abschließend sagen, hat NoFap in deinem Leben verändert? Am Ende geht es halt wirklich einfach nur darum, dass ich vielleicht Schmerzen nicht unterbewusst habe, dass ich die eben nicht mit Pornos wegdrücke, sondern dass ich in den Schmerz hineinschaue und mir bewusst mache, okay, ich habe da etwas, was ich verändern muss und das gehe ich an. Ich muss ehrlich sagen, großen Respekt davor, dass du das uns allen so detailreich erzählt hast. Danke. Wenn du da draußen gerade das Gefühl hast, ey, ich habe hier ein Problemchen an der Stelle, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung, da sind ein paar Anlaufstellen, such dir auf jeden Fall professionelle Hilfe. Es ist absolut keine Schande, du bist nicht alleine damit. Und das war's jetzt aber erstmal von mir. Jetzt gibt's noch eine kleine Endcard. Hallo Freunde, das ist jetzt die Endcard. Hier seht Nee, also das ist echt schwierig. Leroy, ganz, ganz beschissene Arbeit, muss ich mal sagen. Das finde ich schade, Alter. Das ist ein Kack-Video gewesen. Also seins und das Follow Me Reports ist genauso Schmutz. Macht Agro, oder? Das ist absolut der falsche Umgang mit Sexualität. Es ist so. Wir entwickeln uns irgendwie voll zurück. Wir haben auf der einen Seite haben einen Fachmann, der dazu fundiertes Wissen beisteuern könnte, und dann haben wir irgend so einen Bengel, der seine Probleme mit der Kehrschaufel und einem Besen irgendwo unter den Teppich hat, den Teppich drüber, und wenn es dann irgendwann zu viel ist, dann schlägt er mit dem Hauslatsch drauf und wundert sich, warum der Dreck nicht weg ist. Wirklich geil. Wenn für ihn seine Lösung, also das, was er gemacht hat, wenn das die Lösung war für die Probleme in seinem Leben, wunderbar, es freut mich und ich gönne ihm das. Problem ist, er ist NoFap-Coach. Das heißt, er bringt andere dazu, das auch ihm gleich zu tun. So. Wie ein religiöser Fanatiker. Das ist überhaupt nicht auf Wissen basierend, nicht auf Fakten oder sonstiges. Das ist so Quatsch. Das ist so ein Müll. Das ist, wo ich vorhin das mit dem Fasten hatte. Wir haben ja neulich jemanden, also wir haben jemanden in der Community, der neulich das Fasten machen wollte, 14 Tage, hat nach einer Woche abgebrochen. Es gibt ein recht interessantes Video von More Plates, More Dates, also gibt es auch einen Reddit-Beitrag. Also ist ein Video über einen Reddit-Beitrag. Und zwar hat da jemand seit X gefastet und hat ein komplettes Body-Screening machen lassen. Also Körperfett, Muskelfett, ne, oder Körperfettanteil, Muskelanteil, etc., etc. Wasser, hat seine Hormone aufschlüsseln lassen, also seinen Hormonhaushalt errechnen oder halt durchleuchten lassen, ne? Und das Ganze hinterher nochmal. Man hat festgestellt, dass sämtliche Vitalwerte bis auf einige kleine Sachen nach unten gehen, in den Keller. Man hat effektiv sehr viel mehr Muskulatur als Fett verloren. Das, was ich euch immer wieder predige, diese Hardcore-Crash-Scheiße. Leute, ihr seid nicht im KZ, ja, wo ihr nichts zu fressen kriegt und monatelang gequält werdet und dann irgendwann wirklich knochendürre seid. Gerade wenn ihr eurem Körper diese Stresssituation aussetzt, ja, ich esse nichts mehr, ich faste, bevor euer Körper eine Fettreserve angeht, geht er eure Muskulatur an. Und bevor ihr da euer Fett richtig angeht, kriegt ihr Halluzinationen, weil ihr keine Energie mehr habt. Erst ganz zum Schluss geht der Körper ans Fett. Und wenn dann euer Hormonhaushalt in den Keller geht, ihr fühlt euch teilweise besser. Warum? Weil der Körper einen wunderbaren Schutzmechanismus hat. Da werden Hormone ausgeschüttet, die euch das Gefühl geben, es geht mir gut, damit ihr nicht den ganzen Tag leidet. Damit ihr nicht den ganzen Tag Schmerzen habt. Ist ein sehr interessantes Video. Fand ich für mich persönlich sehr, 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 sehr aufschlussreich auch mal. Was Ähnliches macht der Bengel da auch. Er bekämpft seine Probleme,
indem er sie einschließt. Und, keine Ahnung, die eine krankhafte Art und Weise, sein Leben zu leben, durch eine andere ersetzt. Ist halt bescheuert. Das ist totaler Müll. Kannst du nicht machen. Also kannst du machen, ist aber nicht gut. Wow. Bin enttäuscht ein bisschen vom Leroy, dass er sowas eine Bühne bietet. Er bekämpft Symptome, aber keine Ursachen, ja. Das. Er kanalisiert, er leitet letzten Endes diesen Strom um. Es ist totaler Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn. Nee, ist echt nicht schön. Echt nicht schön. Also das hat auch mit Aufklärung nichts zu tun, sondern ist genau das Gegenteil der Fall. Nicht geil. Finde ich furchtbar schade vom Leroy. Also das war wirklich schlecht gemacht. Ganz, ganz furchtbar schlechtes Video. Da fällt mir auch nicht mehr viel dazu ein, muss ich gestehen. Das macht mich teilweise ein bisschen sprachlos. Oder was heißt sprachlos, aber auf jeden Fall enttäuscht. Wie man mit so einem wichtigen Thema so umgeht. Dann geh zum Psychologen, dann geh zu diesem Sexualtherapeuten. Ich würde in so einer Thematik immer den Sexualtherapeuten vorziehen als den Bengel, der für sich sagt, No-Nut-Challenge hat mein Leben verändert. Nicht die Challenge hat dein Leben verändert, du hast dein Leben verändert. Punkt. Das Ding ist, wir wissen jetzt nichts über seine Sexualität, ne? Hat er jetzt eine Freundin? Hatte er seitdem überhaupt eine Freundin? Hat er überhaupt jemals seitdem irgendwie wieder sexuellen Kontakt zu Frauen gehabt? Hat er ihn jetzt noch? Hat er ihn regelmäßig? Oder ist für ihn generell die Sexualität das Biest, das gegeißelt werden muss, das man in Zaum halten muss, Schach halten muss? Das der Fall wäre, ne? Oh boy. Dann sind wir bei solchen Leuten gar nicht mal so weit davon entfernt, dass das Mädchen wieder beschnitten werden. Bei uns. Ganz toll. Generell, dass dann sexuelle Verstümmelung stattfindet. Nicht masturbieren ist auch eine Form von sexueller Verstümmelung. Aber keine physische, sondern eine psychische. Also die dann aber auch Auswirkungen auf das Physische hat. Heidewitzka, Mann. Warum sind solche Leute so schwierig, Alter? Und warum gibt's davon so viele?